Mit einem zusammen, wie geht's euch so? Steht euch so? Habt ihr heute so Schönes gemacht? Das ist jetzt Luzi so. 123 ist now live. Streaming Fortnite mit der lustigen Truppe wieder unterwegs. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag heute. So. Ich war ein bisschen heute draußen in Pokémon Go, habe ich ein bisschen gespielt draußen, aber bei uns ist es ja richtig warm, ey. Hi. Hey, hey. What's kommt mal der andere Kollege. Kevin. In deinen Item-Shop. Was gibt's da Neues? Anime. Aha, ja moin. Moin. So lange Ja, nicht gehört voneinander, ne? nee, haben wir ja nicht gerade noch telefoniert. Oh nee. Ja, ne? Wir sind so durchgeknallt und verrückt, aber das Ja. passt sonst. Okay, Papier macht hier irgendwie komische Sachen mit mir. Jetzt haben sie ein Boxspringbett angeboten, ne? Für 399 Euro, ich könnte so rollen, Na. Will ich ey. zwar gerne auch haben, aber wegen Katzen, nee, kratzen die nachher da rein. Ne, lass Ja. mal.
Vor allem 180 mal 2 Meter, ne, das ist schon was Größeres als die 1,40 mal 2 Meter. Gut, da müsste ich ja ein bisschen umbauen, alles auf jeden Fall. Aber wie soll ich das noch, wie soll ich es noch umbauen? Das geht nicht. Mein Bett, was ich mir holen möchte bei beim Ikea. kannst du ja ausziehen, das ist dann auch, glaube ich, größer als mein Bett, was ich jetzt habe, meine ich, aber ich bin mir nicht sicher. Weil dann kann ich das nämlich als Couch benutzen, weil es brauche ich keine Couch zu holen. Ja. Hey, wie geht's dir, Soluzi? Ich hab so Hunger, Alter. Hey, Kennst du gut, und das? dir? Ja, kenn ich. Hab ja Gehst hier, kaufen? Kinderschokolade. Gut. Wie, du Insekten aus der Hose. Und hier, Tret, kennst du die? Mit, ich lieb Schokolade mit Erdnussbutter, boah. Okay, da weiß ich mal Bescheid. Diese, kennst du die Yeezys? Oder wie die heißen? Nee, muss mal Foto schicken. Habe ich leider jetzt nicht da, aber muss ich gleich mal raussuchen. Die esse ich auch gerne. Die sind so amerikanische, aber gibt's auch mittlerweile bei uns in Deutschland. Ja, es gibt so einiges, was es damals da drüben noch gab, was es bei uns auch gibt, so ist ja nicht. An nur dran zu kommen, ist immer so die Sache. Ich sag mal so, ich hatte ja niemanden aus Amerika halt, ne? Der hat da in so einem Stützpunkt gewohnt für seine Familie. Und ich habe ja Football gespielt, da haben wir uns so noch unterhalten. Und dann dort durch ihn konnte ich mit einkaufen gehen, Mann. Da konnte ich mir richtig zu, oh, so richtig super dann mit einkaufen. Ey, Abnummer. Ich kenne so Webseiten, wo man amerikanische Süßigkeiten bekommt, so ist das nicht, ne? Aber die sind manchmal teuer, ey. Ja, ich sehe auch nicht ein, 5 Euro für ein Stück Schokolade zu kaufen, ganz ehrlich. Das ist mir zu viel. So teuer sind hier jetzt nicht die Videos. Okay. Also, man kann ruhig mal 5 Euro verkaufen für eine Schokolade. Ja, hi. Kommt immer drauf an, ne? Was das Geldbeutel immer so sagt, ne? Das ist das Problem. Man kann was auch machen, wieder haben wir es mal gemacht, ich und meine Mutter da bestellt. Ach ja. Uff. Jetzt muss ich Handy wieder anstöpseln, ey. Mein Akku, der heult nur noch rum, ey, ehrlich. Hat durch die Wärme, ey, ohne Witz geht's Akku immer so schnell leer. Die haben ja nicht nur amerikanische Süßigkeiten, auch italienische oder aus aller Welt. Ja. Gibt schon feine Sachen, so ist es nicht halt, ne? Ich frage mal, was Preis ist bei mir. Wenn du wieder kann was gönnen. Nee. Wir haben ja auch so ein Amish, also so ein Süßigkeiten, da gibt es ja auch alles Mögliche in den Laden bei uns hier, wo ich wohne. Aber ich sehe nicht einfach, also nur weil Pokémon drauf ist, ne? Da 10 steht Euro oder 12 so Euro. kostet, ja. Nee, 12 Euro noch was kostet es bei mir sogar. Und das andere war sogar 15 Euro. Und das war nur eine 400 oder 750 Gramm Packung. Da denke ich mir, ey, davon kriege ich hier schon einige mehr, sage ich mal, für den Preis woanders da. Haben wir haben einmal Kellogg's geholt, auch amerikanische Kellogg's in Holland, da waren die aber günstig. Die haben da auch amerikanische Sachen in Holland. Ventilator runterstellen. Ich fühle mich auch in Holland voll wohl, in dieser Stadt, wo wir immer hingehen, in Venlo. Ist ja so bei uns Tradition. Okay. Wir waren ja immer mit meinem Opa, sind wir früher dahin gefahren, immer haben da erst gefrühstückt bei den zwei Brüdern. Nur danach sind wir da in die Stadt ein bisschen gelaufen. Das hört sich ja gut an. Und haben da auch immer bei den zwei Brüdern konntest du richtig gut einkaufen gehen. Weil die da so viele Sachen auch günstiger haben. Das glaube ich. Warte mal, ich muss mal was kurz gucken auch. Ich glaube, ich habe irgendwas hab ich freigeschaltet. Yay. Wenn ich das Geld hätte, würde ich am liebsten da hinziehen, ganz ehrlich. Ja, ne? Ich habe hier irgendwas neu bekommen, aber ich weiß es nicht.
was es ist. Die haben ja sogar Jugendstil da. Oh. Na, in Venlo. Achso. Nö. Venlo ist schön, neben dir die zwei Brüder. Kannst du richtig gut einkaufen gehen. Ist aber ein sehr schwacher Laden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die zwei Brüder, hat er meinst nur du? offen? Ja, hat er nur von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Was ist das denn? Aber die haben Wo ja soll auch ich denn da? die haben auch Sonntag offen, vielleicht deswegen. Die haben ja nicht wie bei uns Sonntag zu, die haben ja da auch offen. Ja. Die haben auch immer so ein Wochen so ein Markt immer Wochenende, so ein großer Markt. Kannst ja auch immer richtig günstig Obst und Gemüse erholen, ne? Ja, das hört sich nice an. Aber ist, glaube ich, immer Samstag, Freitag oder Samstag. Ich bin mir gar nicht sicher. Es gibt zwar auch noch einen Freitag in anderen Marken, aber ein kleiner, glaube ich, Samstag ist immer der große Markt in Venlo. Da gehen aber viele Deutsche hin. Viele sieht man da in Venlo. Ich finde die Sprache voll lustig, wenn die da reden. Niederländisch. Das ist ja auch nur 50 Minuten von euch entfernt, wa? Von mir? Ja. Mhm, Ist ja gleich ums Eck. so, Item Shop kurz. Da ist eh nichts Neues, gut. Kümmerer loslegen. Bin schon bereit. Aber was ich auch so richtig mega feiern in den Teilen ist das Eis, ne? Die nehmen halt nicht diese Kugeleis, die haben so Art Schaf. Dann machen die wirklich so richtig mega viel drauf, ey. Da kann ich der eins davon richtig den ganzen Tag satt werden, von Eis zu werden. Ohne Witz, es war so nice gewesen, wie ich das gut war. Bei wem? Bei den Italienern? Richtig bei in Italien, ja. Das schmeckt so Ja, nice, ey. natürlich. Ja, spreche ich auch. Ich Und, war in Rom. Ich war in Venedig gewesen, zwanger und aber Auslandspraktikum war das gewesen, damals, was ich gemacht habe. Und da habe Nö, ich dann das. ich war in Rom vor 3 oder 4 Jahren, ne, 4 Jahren glaube ich war das. Ja. Und da dementsprechend hier habe ich das Eiscafé besucht mit den 100 verschiedenen Sorten. Boah, Und ich krass. war an 3 Tagen hintereinander da und habe mir jedes Mal 3, 4 Kugeln geholt. Ja, das hat sich. Da muss man es Meine ausnutzen. Hat mich aber auch irgendwie dann nur für diese 4 schon so 6, 7 Euro gekostet. Oh, das ist günstig, ne, wenn man hier bedenkt, ne, weil man halt gar nicht, aber es sind halt große Portionen halt, ne. Das sind Megaportionen, ja. Und dann kam man so lang. Meine Tante ist Und ja Italienerin. in Bulgarien, da war ich auch gewesen. Ich glaube, das war letztes Jahr. Kann aber auch davor das Jahr gewesen sein. Da habe ich auch gedacht, es gibt erst Kugeln. Nee. Du suchst dir den Becher aus. Sagst dir ja im Grunde genommen, was du da so reinhaben willst. Okay. Ja, und dann dementsprechend, hier wird nach Gramm und Kilogramm abgewogen. Und dann wirst du auch einmal so, ja, 6, 7, 8 Euro los. Ja. Aber da ist es trotzdem billiger als wir. Ich habe letztens, wollte ich mir mal nur ein Bananensplit kaufen. Da wollten die allein schon 9 Euro. Da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Für einen Bananensplit?
Ja, Bananensplit hat ja damals schon so um die 5 bis 7 Euro gewertet. War schon immer da. 5 bis 7 ja. Euro für einen Bananensplit war schon in Ordnung. Ja, wenn der jetzt ja. wirklich im Grunde genommen aufgrund von, ja, die Banane kommt aus irgendeinem wunderschönen Land und dann noch Bio, ja, dann musst du halt draufpacken, ja. Ach, die Eisdielen haben ja auch alle raufgehauen. Aber das stimmt. Meine Konsole also, packt. Zwischen 1,50 und 2 Euro liegt die Kugelpreis. Für eine Kugel. Ja. Alter. Vorher hat bei uns eine Kugel 5 Cent gekostet oder weniger früher. Oh. Ja, ich kenne noch Preise, wo es hieß, so 50 Cent, 75 Cent. Das war noch nett. Ja. Kenne ich auch noch. Das war bei mir auch. Also, wenn ich denke, wo ich noch in Thüringen gelebt habe, da gab es, dass man irgendwie immer gestern kann. mit Geldverschwörung sind wir schon wieder durcheinander. Er meinte, dass er manchmal zum Dönermann gefahren, der hat dafür nur noch 3 Euro oder 4. Man, sonst genau 3 Euro war es damals, hat es noch gekostet. Da hab ich mir gedacht, ja moin, ey. Ja, also Dönerpreise waren hier in Berlin auch schon immer ab 3,50 Euro, 4,50 Euro. Kommt immer drauf an, welcher Bezirk du warst und wie beliebt der Laden war. Das muss man auch ganz klar. So, und jetzt bist du hier aufgrund natürlich Inflation, hoher Strom- und Energiekosten, bist du auf jeden Fall zwischen 6 und 7 Euro für einen normalen Döner mit allen drum und dran. Teuer. Das ist also, der Hass. Ja, naja, das ist im Grunde genommen der Standardpreis, ne? Also 6, 7 Euro ist auf jeden Fall schon drin. Dennoch sollte man über mal durchgucken, ob da was gut machen ist. Hier, Kevin, brauchst du noch Schlör? Mini? Ja, ja, ich komm sofort, meine Liebe. Also Mini habe ich noch eins halt, ne? Nimm ich's mal mit, wollte ich mal meinen. Döner-Teller hat so zwischen 7 und 8 Euro gekostet. Mit Pommes, frischen Salat und so, war da bei uns immer so hier der vorherige Preis. Sofort. Und jetzt sind sie tatsächlich zwischen 9 und 10 Euro. Also auch da wieder abhängig vom Laden und Bezirk. Ja. Und kostet dein Döner-Teller 12 Euro bis 15 Euro, ey. Döner-Teller? Ja. Ja, dann habt ihr ja im Grunde genommen eine sehr starke Wirtschaft da bei euch. Sehr starke Wirtschaft, ey. So, hier ist noch ein Biggie. Nice. Kim, hast du? Bist du voll? Ja, ich bin durch. Ich bin nicht voll, ne? Nee, dann nimmst du mal lieber, besser ist es. Okay, danke. Bitte, bitte. Nee, wie gesagt, das ist so auch halt schon ziemlich krass einfach. Allgemein die Preise, was abgeht eigentlich, das ist echt eine Abnummer. Ich weiß noch, meine Mom hat auch gerne mal Döner geholt und so, ne, das ist... Ja, aber jetzt sagt sie auch schon, nee, Kevin, ich mach's gerne, aber das können wir auch nicht mehr so oft leisten halt, ne, ganz im Gegenteil. Wenn man halt nicht viel hat, dann kann man es nicht ganz einfach. Da kann ich nur als gute Alternative empfehlen, den selber zu machen. Ja, das machen wir oft. Wir machen auch selbstgemachten Burger zum Beispiel. Da werden die Patties halt gekauft, aber das andere Salat, alles frisch, das andere frisch und Bombe. Ja, machst du auch nichts falsch. Ja. Damit haben wir schon richtig geile Geburtstage vollgekriegt. Ja. Auch mit Hotdogs und so was alles. Ja, Kim hat ja mit mir auch gestern den Thema selbst Burger halt, ne, und McDonalds und Burger King gehabt. Da habe ich mir gesagt, nee, warum soll ich in so einen Laden essen? Ein Schweiß, da ist nicht alles so, wie es sein soll, sag ich mal, ne? Und dann macht meine Mom lieber selbst halt, dann hat man mehr davon. Nur wieder mache ich das, wenn das Geld mal hat, kann man es immer machen, nur wieder Macs oder Burger King oder was auch immer. Ich mach's ja immer, man macht das ja nicht ständig. Ja, klar. Nee, wenn man jetzt mal keine Lust hat zu kochen, weil keine Zeit hat oder so. Ja, klar. Das kann man ja verstehen, so ist natürlich nicht. Also, wenn die Eismaschine funktioniert, was ja sehr, sehr selten ist bei McDonald's. Ja. Also dann geht immer ein Eis. Ja.
McFlurry, boah, McFlurry lecker. Oder und Pommes Milchshake dazu, mit nice. Geil. Schokolade, Soße, boah, geil. Ich sitze ja So jetzt im schaut's aus. neuen McFlurry bei Mc's. Ach, mit dieser komischen Troller da. Na, Shirin Davids oder wie die heißt. Ich mag die Frau nicht. Hol ich mir nicht, brauche ich nicht. Willst du ja auch nicht heiraten, du sollst das Eis essen. Nee, das ist aber auch nicht wirklich. Ne. Ich bin da sehr speziell. Ich weiß, ich Ich habe muss so sie nicht meine Probleme. unterstützen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die drei Dirty Teas von ihr probiert. Habe Ich ich habe auch, sie ja. auch. Aber sind nicht so mein, schmeckt nicht. Bäh. Ich habe sie letztes Jahr auch in ihrem Mama Mobil auf dem CSD gesehen und so. Der ganze Wagen war ja voll belagert, ey. Meine Güte, also die hat schon echt eine geile Fanbase, sage ich dir, so wie es ist. Ja. Ja, Also die sind da alle sehr, sehr fleißig hinter dem Wagen hinterher gelaufen. Das muss man schon mal so sagen, wie es ist. Aber ansonsten, nee, also ich habe die auch probiert und fand die durchschnittlich, aber wäre jetzt kein Dauerbrenner. Die Ja. war mir zu süß und so komisch, keine Ahnung. So, dann mit Capital Bra und so, da ich kenne mich mit Rap oder wie auch immer überhaupt nicht aus. Aber ich dachte mir, mal gucken, was der so auf die Palme bringt. Aber ehrlich gesagt, die haben mich auch nicht Hier, Kevin, komm überzeugt. mal her. Warte Hier mal, sind bin Schlör. sofort. Ja, sofort. Bin sofort da. Also das hat mich auch ehrlich gesagt nicht so gerockt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, mit welchen Machern die da zusammengearbeitet haben, ob die das zu schnell vielleicht gemacht haben wegen Cash, keine Ahnung. Aber nee. Da bin ich freudig. Da bleibe ich lieber, wenn es um wirklich Eistee geht, sage ich mal, ja. Bei meinen Arizona. Ja, bin Arizona ist auch dabei. lecker. Oder Bin selber. Also. unbezahlte Werbung 4Pro, kennt ihr das? Boah, Aber was? 4Pro, 4Pro. Die haben auch, machen 4Pro. auch, also die machen auch Eistee, den gibt's bei denen, gibt's Bubblegum-Eistee, Okay. Wassermelone und Honigmelone. Ja. Dann hatten die Ipanema, gibt's bei denen. Oder wie es Ja. heißt. Was gibt's Ja, noch? Ipanema. Strafbaby Cheesecake, glaube ich. Strawberry Cheesecake, das hat jetzt Ja. Monte rausgebracht. Ne, ich weiß, Der er hat hat jetzt. Energies rausgebracht, aber ne, brauche ich nicht, auch nicht. Ja, Monte hatte jetzt seine drei Energies rausgebracht. Er sagt, er hat 2 Jahre dafür gebraucht. Der hat ja auch einen Vlog gemacht. Also es gibt ein Video, wo er das auch auf seinen eigenen Kanälen bei YouTube gezeigt hat und auch darstellt. Ab und zu, wenn er Real-Life-Streams macht, dann hat er auch das Thema nochmal dabei. Und ja, er ist ja auf Zero Zucker. Also das heißt, er wollte immer unbedingt auf Zero Zucker. Jetzt weiß man natürlich nicht, ehrlich gesagt, welche anderen Stoffe dafür als Ersatz genommen worden sind. Das ist ja immer so die Sache, ne? Was nehmen die als Ersatzstoff? Und ja. Und einer davon heißt Strawberry Cheesecake. Wie cool. Und dann hat er noch Blueberry Coconut rausgehaut. Das Blueberry Coconut kenne ich von einem anderen, aber ich weiß jetzt nicht mehr von welchen. Da musste ich sagen, oh. Blueberry Coconut, das ist schon eine gewagte Mischung. Aber die Farbe im Blau, da gibt es nämlich einige, die das so gemacht haben, weil Blaubeere natürlich auch blau ist. Dann wollen die auch, dass das ein Getränk blau ist. Ja. Das sieht schon nice aus, ja. Und das andere ist wohl so ein Tropico-Gedöns. Honey Poo meinte heute, würde so ein bisschen nach Capri-Sonne riechen. Also, Nice. oder nach dem Capri-Eis. Das, was man so kennt. Und dann so mit Multivitamin gemischt. Aber ob das dann wirklich so ist, keine Ahnung. Am besten gar kein Energy trinken. Energy finde ich ist ungesund. Keine Ahnung. Und baut doch Knochen ab, habe ich mal gehört, ne? Jetzt trinke ich lieber Naja. Wasser. Also ich habe mir im Grunde genommen einmal, weil man sieht es ja überall bei den Streamern, in Bezug des sogenannten Holy oder Holy Level Up und Energy. sowas alles. Ja, genau. Und das Probierpack von Holy habe ich mir mal geholt. Ich noch Fand ich auch nie. gar nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich nicht schlecht. Ja, es sind da so Probierpackungen, ne? Heute Nicht kriegst du ja gerne auch mal die. ausprobieren, aber keine Ahnung.
Also man kann sie ausprobieren. Nur, ich sag dir ganz ehrlich, diese Energiegedöns und so, ich kann das nicht beurteilen, weil ich sage mal so, ich bin jetzt 44 und dann auch im Grunde genommen Kaffeetrinker. Und dementsprechend, ja, weiß ich jetzt nicht, wenn ich mal wirklich gut bin, ob ich sagen kann, das liegt jetzt an dem Gesöff oder das liegt an irgendwas anderem oder so, I don't know. Ja. Ja, ich sag mal so, ich probier alles mal aus, so ist nicht an Essen trinken, aber bei manchen Sachen muss ich halt auch komplett passen, das mag ich nicht, will ich nicht und dann ist es so. Ja, ich würde mir auf jeden Fall niemals diese ganzen Packungen da kaufen, wenn die im Grunde genommen da 30 Euro eine Dose kostet, verstehst du? Das ist ja das Krasse an der ganzen Geschichte. Oh, guck mal hier, was hat der Stefan dann gefunden? War so fies. Er hat sich hier im Gras versteckt. Ne, und da die das ab und zu so im Angebot haben, für 19,99 €, plus 3 oder 4 Euro Versand. Und wenn die dann sagen, hier, wir können, geben euch die Möglichkeit, unsere Sorten mit jeweils zwei Probierpackungen zu probieren, weil nimmst ja einfach nur die Packung, reißt auf und dann hast du ja schon alles. Ja, das habe ich mir dann auch mal ein, zwei Mal gegönnt. Und jedes Mal habe ich dann auch dazu kostenlos so einen Shaker bekommen. Ah, nice. Ja, weil du kannst den ja auch, ja, du kannst den auch suchen, ne? Du kannst entweder sagen, ich möchte den Shaker haben, dann kann es vielleicht sein, auch mal, dass du bezahlst. Aber es kann auch sein, dass sie dir sagen, hey, hier, mit dem Shaker bist du so und so bei und dann dem Sprinter kriegst du den umsonst. Ja. Ende. Es wird irgendwo geschossen. Viel schlimmer sind ja auch noch die Damen und Herren, finde ich immer, die immer jeden Tag einen Red Bull saufen. Tut mir leid, also da frage ich mich auch, Leute, was geht denn da euch schief? Nee, was ich ist denn da bei euch schief? Ganz selten trinke ich mal Red Bull, aber dann trinke ich lieber Wasser als Energy. Hat hier noch Riesen drin? Ich habe auf die Drohne geschossen. Ja, also glaube ich da oben, oder? Ja, hier oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach sind die. Dach? Ein Haus oder? Da. Ach, da. Achtung, Guys. Achtung. Ja. So, der ist schon direkt gestorben. Nein. Also ist der also alleine gewesen. Was macht der denn als Einzelner hier in so einem Dreier-Squad? Hat er den falsch gemacht? Oh, unsere Dinos kloppen sich, wir müssen die mal trennen. Erst. Ich hol mir jetzt erstmal eine. Wer schießt denn hier schon wieder? Kommt von da. Hey, ich werde hier jedes Mal wieder angeschossen. Ach so, von da drüben, hier, da drüben kommen sie. Achtung, Leute, da drüben. Ach, die holen ihren Freund, weil der ist ja schon da tot gewesen. Ja, ja, klar, verstehe. So, also zwei sind da nur noch. Weil den Freund haben wir ja schon. Okay. Down. Achtung, 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 da kommt ein Auto. Nicht, dass da durch einer anfährt. Achtung, da muss noch einer sein. Stirb doch einfach. Jetzt habe ich aber die Faxendicke. Wo ist denn dein beknackter Freund, der jetzt hier im Gebüsch war? Muss doch einer sein. Ach so, der lebt sogar noch richtig. Der hat sich nur versteckt und wollte abfahren. Meine Waffe schießt nicht richtig, Alter. So eine Scheiße. Ja. Los, Dino, mach die tot. Die. Emily, ist nur noch einer da hier. Moment. Muss ich kurz heilen, ey? Ja. Ja, wir haben mit der Aktion richtig viele Leute erst herangeholt, ey. Ist er noch da?
Naja, einer ist noch da. Steht Stimmt. da. Ne, sind zu zwei. Ja, dann hat er den anderen noch geholt. Nee. Nur eine Pump brauchst du. Ja, genau. Da hat der jetzt Kopfballer müssen, ne? Oh, eine Havoc hat er gehabt. In legendär. Schütte. Ja. Nur die Trommel ist gut. Und dann aus nah. Keine Chance für die Loser. Oh Mann. Ich habe jetzt mit einem Arbeitskollegen mal gesprochen, der spielt auch Fortnite ab und an mal. Ja. Haben wir auch, auch gesagt, dass ich halt auch so, ne, Zocke halten, das wird ja geil. Er hat mir auch gleich gesagt, Kevin, weißt du eigentlich, wie beschissen das aktuell ist? Sagst du das denn? Er sagt so, ich habe so Probleme mit meiner Gruppe, die sind auch noch nicht mehr so schlecht. Ich habe mal ein Video gesehen, ne, die waren echt mega nice. Und, er hat gesagt, wir sind in wo da den einen diesen roten epischen Gut haben, haben die 15 Versuche gebraucht, das ist echt krass. Der hat gesagt, entweder hatten wir dann entweder keine Waffen gerade gehabt, da wurden wir alle vielleicht tot gemacht, oder wir hatten Waffen, und dann wurde gekämpft, das geht nicht mehr, wie auf COD-mäßig halt, ne, da hab ich mir gesagt, ja, keine Ahnung, ob da vielleicht auch COD-Leute sind halt, die dann hier üben halt, sag ich mal, und dann das, die COD einsetzen halt, im Endeffekt, ne, da denk ich mir so, ja moin. Sehe ich das da gerade richtig auf dem TV-Bildschirm? Sambia führt gegen unsere Frauen? Was? Uiuiui. Ui. Oh. Naja, es ist alles noch Vorbereitung und Testphase. Die Mädels müssen erst überzeugen im Turnier selbst. Ich finde es auch immer noch so lustig, wie es da auf Elektroautos pochen und alles aufs E-Zeug. Wenn ich aber bedenke, was da kleine Kinder arbeiten müssen, mit irgendwelche illegalen Minen und sowas, da denke ich mir, ey, genauso lächerlich. Ey. Ach, du meinst wegen den Beschaffungen für diese ganzen Rohstoffe, die in Afrika dann ausgepumpt werden und so was alles, genau, oder in anderen Ländern kommen. Ja. Das ist so furchtbar einfach. Ja, diese Pariser Konferenz, die stattgefunden hat. Na? Das ist noch nicht so lange her. Ich glaube, die haben jetzt Europa auch ein bisschen die Stirn gezeigt und haben gesagt, dass sie das so langsam nicht mehr machen oder so. Also da gab es einige Reden und auch Videos, die irgendwie viral gegangen sind, dass Macron und Scholz sich schon umdrehen mussten diesbezüglich. Ja. Weil dieser Afrika-Kongress bedeutet, dass da wirklich alle aus den afrikanischen Ländern da sind. Egal aus welchen Bereichen, ob nur Nord, Süd, West oder Osten. Ne? Und dann werden die ja im Grunde genommen eingeladen und so, weil die natürlich dann wirklich besprechen wollen, was ist mit dem Klima, wo können wir weiterhelfen, was ist mit Integration und hast nicht gesehen, ne? Ja. Und ja, da haben einige gesagt, nee, wir werden das jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen anders umstellen. Ja, ist auch so. Zwei sind mit runtergegangen. Ja. Zwei, ja. Ich nehme mal hier das Haus. Mal gucken, ob ich eine Waffe kriege. Und dann mache ich mal einen weg. Ich habe eine Munition einmal. Jo, gleich was lila ist. Sehr schön. Brauche ich heute nichts mehr. Hab ich auf jeden Fall noch 14 Muni. Läuft bei mir. So, Trommel habe ich. Ist auch gut. Dann kann ich gleich mal den Popo schießen. Ja, und jetzt kommt er schon. Ja, komm schon. Ich bin hier. Komm her. Ja. Zack, erledigt. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt warte ich auf deinen Freund. Ja, der hat mich gesehen. Den hole ich jetzt auch. Weil der kriegt jetzt was von meiner lilanen MK7. Und läuft Kim in den Magen. Oder? Aha. Hier, die Kackwatze hier. Die ist hier weg.
Die sind am Baum. Achtung. Du holst die Karte von dem Typen. Hallo? Boah. Shattered. Bleib liegen, bleib doch hier stehen. Hallo? Ich hab gedacht, der ist noch nicht tot, deswegen. Doch, ich hab ihn. Ja, gut. Ich hab beide. So, jetzt kommt ein Wechsel von drei Spielerinnen. Na, da bin ich mal gespannt. Jetzt ein Shaker Mix Karte einsammeln gleich. Ja. Naja, ganz entspannt. Ich hab nur noch 6 HP, ey. Ich hab auch nichts zum Heilen. Oh, Scheiße. Ihr holt doch die Flagge ein, dann habt ihr doch noch zum Heilen. Wiederholen könnt ihr mich immer noch irgendwann. Oh, shit, jetzt hab ich auch so was weggeklaut von dir. Sorry. So, holt die Flagge ein und gut ist. Hab ich schon, als ich tot war, gute Vorarbeit geleistet. Ja, ne? So, und jetzt die andere Seite bitte besuchen und einmal reviven. Okay, wo ist das Auto? Da komme ich jetzt schon auf jeden Fall schnell. Ja, da drüben. Da ist es. Also, da ist das Auto. Ja, perfekt. Oh, mein Auto ist heute gar nicht an. Ich muss mal anmachen, lieber. Ja, sieht man wieder nicht, wa? Komm jetzt auch. Nee, nee. Jo. 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 Ich geh mal noch was an. Mach dich. Einmal. Zweimal. So. Hier, Stefan, hier ist Schlör. Oh, ich hab schon. Bin schon voll. Oder Kevin, wie auch immer. Ja, ja, der muss was trinken. Aber ich hab auch hier. Die gibt's hier auch im Doppelpack. Hier sind gleich zwei Stück. Das ist Fischen. So, was haben die denn sonst noch so fallen lassen? Müssen wir mal gucken. Weiß doch an. Ach, das ist doch nicht. Nur eine Kiste. Geladen.
irgendwie was explodieren die ganze Zeit, irgendwie was. Ja, ich war hier unten am Boot. So. Ach, die Monolithen sind ja auch noch da. Ach, sehr gut. Er könnte natürlich. Möchte hier noch jemand eine lila eine Waffe haben? Ich hab noch einen Schlüssel. Nee, das war nicht. Du, Kevin? Jawohl, eine Kiste nach der anderen. Ist doch super hier. Monolithen. Hat noch keiner gefarmt. Ja, hier, wo ich bin. Hier sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Kisten oder so. Bei den Monolithen. So, und dann nehmen wir natürlich auch die hier. Sehr cool. Hier sind auch noch hier Bigby. Nicht lieber vier, Kevin? Ja, den nehmen wir schon. Spray haben wir auch. Ja. Bei den Spot hier mit den Monolithen muss man sich nämlich ein bisschen merken. Okay. Oha. Ich hab heute so viel Hunger auf der Arbeit, ich hab heute 3 Teller Suppe gefeuert, ey. Ist dieselbe Waffe? Ich hab so richtig reingehauen heute, aber das ist böse. Hm? Sind der noch voll gut in der Zone? Ja. Wir müssten erstmal welche sich hinverirren. Mit dem weißen Haus da drüben. Aber nicht, dass da jemand war. Ne, hier war noch keiner. Ich höre sogar noch die Küsten. Ja. Hier. Auch wieder ein Biggie. Dann hole ich mal hier die Fahne ein. Noch voll viele Kisten, ne? Na, ich pass auf, ich doch. So, was gibt's denn hier? Aha. Das ist nicht das Gelbe vom Ei, aber... Na ja, da sind ja noch einige Kisten. Hol die mal. Ja. Es
Sehe ich hier ein bisschen verschwommen. Das Spiel sehe ich jetzt ein bisschen verschwommen. Ich habe kurz meine Brille ausgezogen. Muss ja eigentlich eine Brille tragen. Ja, du wirst lachen. Ich habe mir zum Beispiel auch mal diese sogenannte Gamer-Brille geholt. Nee, ich müsste. Ich kann weit Sicht kann ich nicht mehr sehen. Also was weiter weg ist, sehe ich nicht mehr, sehe ich alles verschwommen. Ist Achtung. richtig nervig. Warum wird denn da bei 350 geschossen? Was ist das für ein Quatsch? Was geht denn da ab? Oh, der geht's aber richtig ab. Der hat so ein Maschinengewehr. Uiuiui. Bitte bewahren Sie Ruhe. Es ist ja noch ein langer Weg. Ich habe markiert da an dem Gebäude da hinten. 1, 2, 3, 4. Ist auch wieder. Ja, sind ja auch zwei Teams. Ach du Schenkel. Okay. Jetzt gucken die sich erstmal die Tankstelle an. Ja. Ist bestimmt interessant. Die Sind alle Tankstelle. reingegangen zum. Ja, jetzt gehen sie ja raus von der Tankstelle. Na? Oh. Die mich getroffen. Wer ist denn da so stark blau, Alter? Ach, die haben doch einen Freund aufgeholt. Na ja. Also. Ruhig nochmal am 35er mitgegeben. Schön von der Flankenflanke. Und jetzt laufen sie am Berg hoch, oder? 31. Ja, reicht doch. Wissen ganz genau, wir können sie auch noch am Laufen treffen. Was macht denn der da? Ach so, einer ist das. So, Ich jetzt bin reicht's. down. Ja, ich hole ihn mir. Los, Jungs, ihr müsst ihn euch holen. Ihr müsst Kann mich euren Freund jemand wiederbeleben. wiederbeleben? Ich bin So, hier dann unten. kommt. Okay, wo? Wo bist du? Hier. Ich bin hier unten. Ja, kein Problem. Warte. Danke. Hast du ein Netzspray? Ich habe hier diese einen Flaschen da. Gut. Ich hasse diese Zone, ey, wenn die immer so langsam mal so schnell ist, ey. Das ist so abnervend, ey. Ich muss jetzt die Augen überall offen halten, jetzt ein bisschen. Jetzt habe ich nichts mehr zum Heilen. Was? Alter, bist du bekloppt oder? Stirb, ey. Jetzt kann ich mich nicht mehr heilen. Natürlich mit Fleisch. Da, jetzt bin ich voll. So, vorsichtig, Leute. Da oben ist einer. Wo? Ja, habe ich mir schon gedacht. So, ich muss jetzt erstmal überall nachladen. Da kommen, ich glaube, die kommen auch wieder runter. Ja, ich sehe einen, der runtergelaufen ist. Ah, hier, Leute. Hier. Weil, Minis und so weiter. Die haben sich nämlich hier dran bedient. Ich habe alle. Da wurde einer wieder geholt. Wo? Da. Da. Ja.
Okay, wir müssen runter. Aber nur eine, ich bekomme immer so viele Positionen, ich kann da nicht snipen, ey, das ist so viel. Hier, Fahrzeug, Fahrzeug. Hey, ich bin nicht. Ich bin drauf. Habt ihr? Kannst fahren, ja. Ja, ja, ich bin drauf. Komm schon. Oh, Achtung, da ist einer. Da gehen zwei raus. Da. Ja, jemand muss sich beleben, bitte. Ja, wir sind hier im Wasser. Scheiße. Das Auto war schlecht eingebaut hier. Ja. Achtung, die schießen jetzt auf mich. Nee. Ach ja. Der Trick hätte so gut sein können. Ja. Fünf Leute mit drei Teams. 2-2-1. Gehe ich ganz stark von aus. Oh! Boom. So, dir. Da kommst du nicht raus. That's was. Der kommt jetzt hier mit der Schroti und holt ja. Arschloch. Meine Herren, ich danke für einen. Warum geht's nicht weiter? Hä? Der sucht immer so lange teilweise, der kommt immer auf die Sache an. Oh, nee.
what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment. Ja, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, wegen PC-Teile zusammenzustellen. Also schon der Wahnsinn, was es dennoch kostet. Ja. Mainboard und Prozessor kriege ich bei den einen Lieferservice. Auch meine Dings halt, wie nennt ich es immer, Gehäuse und alles. Aber andere alles, oh mein Gott. Nein. Da ist so viel Fachchinesisch, da bin ich manchmal echt nicht weiter. Ja, also, wenn man einmal angefangen hat mit dem Richtigen und so, dann ist die Zukunft gesichert. Ja. Vor allen Dingen kann man sich dann viele Jahre lang Zeit lassen, um dann im Grunde auch wieder nachzubauen oder was zu ändern. Ja, ist so. Ich merke das ja an meinem Zusammenbau. Mhm. Also, ich bin mit meinem 5900X AMD immer noch sehr zufrieden. Aber wenn ich natürlich war, ja. Aber ich weiß natürlich, die neuen. Ich muss mal ganz kurz hier jemanden erledigen. So. Ja, mach mal. Ist auch einer. Ja, ich sehe auch schon wieder Steps über mir. Hey, lauf doch nicht weg. Du bleib doch mal hier. Natürlich. Siehste. Braves Mädchen. Hab ich dich. Er hat einen weiblichen Skin. So. Ja, wie gesagt, das ist halt so eine Sache, halt, das braucht Budgetsmäßig halt auch, da kommt auch alles dazu. Ja, ja, deswegen, man muss ja immer im Grunde genommen, kann nur peu à peu aufbauen diesbezüglich. Mhm. Vor allem, wenn ich denke, manche Teile sind recht günstig, muss ich sagen halt, ne, also, halt, na, günstig, sag ich mal, kostet halt nicht allzu viel, muss ich leider sagen. Manche Sachen, Alter, denkst du, ach du Schellenklasse. Ja, es gibt natürlich das eine andere, was da im Grunde genommen natürlich zum Vorschein kommt oder so, das ist ganz klar. Weil, ich hatte erst von AMD den Ryzen 3 war das, glaube ich, oder schon Ryzen 5 mit 2600. Mhm. Wenn ich mich nicht täusche. So, dann dementsprechend hier habe ich festgestellt, oh, der ist zwar gut, aber ich will mich da nochmal prozessormäßig nochmal einen draufsetzen. Ja. Dann habe ich gleich einen ganz dicken, fetten Sprung gemacht. Ich bin da nämlich von so einem 2600er auf einen 5600X gegangen, auch von AMD, weil der ist ja dann der Ryzen, ist glaube ich auch Ryzen 5 oder Ryzen 7 sogar. So, und dann dachte ich mir, ja, okay, gut, also wenn du jetzt schon den 5600X hast, dann nimmst du im Grunde genommen jetzt den 5900X. Ja. Und ja. Ich musste immer meine Hardware wieder reinvestieren, um natürlich die neue Hardware zu kaufen. Ne? Ist ja ganz klar. Das heißt, also im Grunde genommen für den Prozessor, wenn ich da im Grunde genommen 300 Euro ausgegeben habe, dann konnte ich den natürlich nur gerade noch so für 250 vielleicht verkaufen, weil du musst ja auch immer bedenken, wie ist der Markt gerade aktuell, was machen andere private Verkäufer. Ja, und das heißt natürlich, die Differenz musst du dann schon angespart haben. Ne? Den Tief. Was ist denn da los? Ich hab meinen gekillt. Was ist denn da los? Wieder so eine Stressbacke da gewesen, David? Tatsache. Ja. Aber ich hab keinen Abzug bekommen, nix. Ich bin auf 100.
Ja. Ja, oder auch die Terabyte-Festplatte. Ich hatte mir zuerst eine 1 Terabyte geholt. Okay. Die hatte ich schon aus dem Jahre 2020, 2019. Und das war Samsung gewesen. Kostet auch dann damals 140, 150 Euro. Ja. Aber dann musste ich gucken, was die mir heute noch bringen würde. Und tatsächlich hat die heute noch 60 Euro wert. Ist natürlich nicht mehr so der Burner. Ja, ist nicht der Burner, aber immerhin, ne? Und ja, die neue 2 Terabyte, die ich dann gekauft habe, ja, die hat 159 gekostet, ne? Ja. So, und dementsprechend hier, wenn du 60 Euro einfarmst, musst du natürlich auch gucken, wie willst du jetzt die 159 dann aufstocken? Musst du ja dann wieder den Differenzbetrag aufwerten. Genau, richtig. Kommt alles dazu. Ja. Ja, und dann dementsprechend ja. Gut, ich habe natürlich auch eine andere Situation wie ihr beide, aber im Grunde genommen, ja, dann habe ich gesagt, okay, nächsten Monat machen wir das dann entsprechend, weil 60 Euro habe ich schon mal und dann passt das, ne? Ja. Ja, Tatsache. Der Freund von meiner Mutter nämlich, der möchte immer sehr gerne das haben oder auch immer seinen Computer verbessern, ja. Der hat mich, als ich mir ausgesagt habe, ja, ich bin auf jeden Fall am überlegen, mir eine 4070 Ti noch zu kaufen. Okay. Vielleicht sogar noch dieses Jahr. Okay. Und dann sagt er so zu mir, ja, dann kann ich ja deine Grafikkarte haben. Da habe ich gesagt, das ist zwar ein nettes Angebot, ja. Aber er muss trotzdem wissen, auch wenn er der Freund meiner Mutter ist, seit über 25, 27 Jahren, dass aber trotzdem er dann fleißig trotzdem was abdrücken muss, ne? Und zwar jetzt beim jetzigen, also wenn ich die jetzt kaufen würde und ich würde das jetzt machen, dann müsste er für meine 3060 von Voxwix, von Asus, müsste er immer noch so 400 Euro bezahlen. Ja? Ja. Ja, aber ich müsste natürlich 500 Euro auftreiben, ne? Weil ja, die weil die 4070 Ti kostet ja um die 900 Euro. Mhm. Kommt ja auch dann darauf an, welches Modell, ne, von welcher Firma. Ja, und da muss er dann, da habe ich gesagt, das muss ich ja auch stemmen können, ne? Deswegen habe ich gesagt, lass mal bitte warten, bis die Preise noch ein bisschen sinken. Weil dann habe ich auch nämlich mehr davon und du auch. Weil meine Grafikkarte wird dann im Preis weiter sinken. Ja. Und dann dementsprechend auch ich weniger noch dazu zahlen, wenn es dann soweit sein sollte, ne? Also es ist immer ein Geben und Nehmen, ehrlich gesagt. Ist auch so, muss man heute halt ganz verdicken. So, ich habe ja einen Aim wie ein Schuster, wa? Nämlich gar keins. Ganz kurz jetzt beschützt, ja. Guck mal, die kämpfen ja auch noch weiter dabei. Ja. So, der ist schon mal down. Ja, den hol ich da. So, der ist schon mal weg. Wo ist denn der Kumpel denn? Achtung, Leute. Da sind immer noch einige, ne? Die sind immer noch am Kämpfen da hinten. Ja. Und ich weiß nicht. Ach, guck mal da hinten, das läuft da einer. So, der ist auch erledigt. So, Kim geht schon mal raus. Die holt schon mal hier den einen oder anderen Nack. Ach, 35er Hits hab ich gemacht gerade. Wobei das so weit weg ist. Er wird nicht glücklich. So, was haben wir hier? Ist das eine Lila? Na, aber hier hinter den Berg, ne? Ja, da musst du jetzt aufpassen, ne? Das ist jetzt nicht so. Ich war noch scheiße. Emmy, ist alles gut bei dir oder ist das Ganze so ganz leise? So, warte Emmy? Mal. Ja, alles gut. Gut, ich dachte Achtung. Schon, was ist mit dir? Nee, ich treffe heute irgendwie nichts, keine Ahnung. Ja. Das nervt mich gerade ein bisschen. Warte, ich bin hinter dir. Deswegen nicht verrückt, ey. Das ist nur ein Spiel, denk dran. Das ist nur ein komisches Spiel. So, wo ist er?
Ja. I have you, my baby. Geht dann ehrlich gesagt gerade darum, dass ich genug Munition wieder am Start habe. Ja. Achtung, Achtung. Linke Seite. Ne, rechte Seite, sorry. Irgendwo war noch was, ne? Ja, da unten ist einer. Der gammelt da rum. Halt! Da! Da! Der geht auf Dings los. Achtung! Da ist noch einer bei Kevin, oder? Oder ist er bei dir? Bei mir ist einer hin. Nee, der ist. Nee, der ist bei mir! Ja, ich hab dich auch. Ich hab mehr hier. Ich nehm dich jetzt hops. Hab ihn. So, Zone, Leute. Achtung, Zone. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Nicht, dass die uns wieder einholt und wir haben hier wieder nichts. Ich hab 5 Kills. Nur 2. Gott, wie hat er denn das gemacht? So, erstmal in der Zone. Achtung! Ja. Aha, da geht schon wieder los. Achtung Leute, wir haben hier insgesamt... Weißt du, wo du bist? Alter, warum hängt mein Tier heute? Ich bin ein toter Dungeon-Schwein. Einer ist down. Wir müssen dem anderen helfen, der da alleine ist. Down, Nummer 5, 6. So, die sind auch down, die sind auch erledigt. Ach du Scheiße, ich krieg ja eine richtige Wichs. Ah. Erstmal heilen. Nummer 6. Ich kann mich unterstützen. Da. Au, oh, sehr schön. Sehr schön gut. So. Hat jeder alles? Hier ist sogar wieder was Goldenes, falls einer was will. Hier gibt's noch einiges an Loot. Hier gibt's auch noch mal eine mythische. Oh, nimm ich mit. So, was hat der Kalle hier gehabt? Ah, der hatte... Ah, warte mal. Ach so. Eine blaue MK7 hat er aber keiner, ne? Ich hab nee. Alles in Blau hauptsächlich. Nee, aber ich rede jetzt eigentlich so ein bisschen von den Gegnern, aber nee, die hatten nichts. Gut, okay, dann müssen wir hier erstmal nachladen. So, einmal nachladen hier bitte, einmal nachladen da bitte. Uiuiui, das war aber jetzt die reiche Action, Leute. Hallo? So, dann gucken wir uns mal hier die andere Seite an. Ach, hier ist noch mal eine epische Schall. Schnell. So, was hatte der da drüben noch? Hier war ja auch noch einer, der gefallen ist. Nee, der hatte nichts. Also wenn die jetzt da gleich oben alle wieder hingehen, dann finde ich das wieder ätzend. Ja, ne?
Wenn die da, wenn wir jetzt da hingehen, um den Higher Ground zu holen, hier zum Beispiel ein Biggie, falls jemand will und mitnehmen möchte. Ja, habe ich mich gerne. Danke. Ansonsten nimmt hier diese Flaschen mit oder so. Mhm. Hier, Lilip Spezialeis. Ich glaube, das ist das Teil, was alles wieder belebt. Und das ziemlich schnell auch. Nicht nur mit. Oh, ja. Sorry. Sorry. Alles gut. Dann wir da oben drauf. Auf der Plattform da oben. Ja, wir können es versuchen, ne? Das ist kein Problem. Wird bestimmt frei sein. Wenn noch ist da keiner. Da haben wir nämlich High Ground. So, dann, wo sind die Seile? Hier. Okay. Ich habe schon eins gesehen, dann nehme ich mal das hier. Da kann ich die Sorge. Sind oben. Hier gleich wieder. Nach oben. Frage ist jetzt im Grunde genommen, ach, wo ist denn das Sprungbrett? Sprungbrett ist da drüben, okay. Wo? Man, ja? Wo ist das Sprungbrett? Sprungbrett, wenn es brenzlig werden sollte, ist hier. Okay. Ich guck mal mit der Snipe so ein bisschen nur näher. Da kommen welche. Wo? Wo? Antworten. Wo? Oben meinst du jetzt? Da. Der fliegt da. Ja, ja, er muss weg. Er hat keine Chance. Was schießt du da? Noch einer. Wo? Hä? Kommt noch einer hoch? Ich hab mal gedacht, da wäre noch einer rausgekommen. So, jetzt gibt's hier anderes Zeug. Oh, ja. Keine goldene Snipe, Alter. Ich spreche. Alter, nehmen wir auf jeden Fall hier so eine goldene Dings mit, Alter. Da kannst du raufballern da. Hm? Ich hab schon alles Gold. Und mythisch. Schön. So. Da unten sind lauter Kisten hier eigentlich. Ach, ja. Hm. Ja, grün, Alter, wollt ihr voll flexen, Alter. Ist euer Ernst, oder? So, die Zone, was macht die Zone? Sagt die, wir müssen, oder sagt sie, nee, wir müssen ja, auch nicht? Wir müssen, auch sowas von müssen, ne? Hier geht's runter. Boden. Was? Markier mal bitte. Hier, die Dings war doch hier, wa? Oh, ich brech ab, Alter. Hier, da ist Sprungbrett. Da hinten. Sprungbrett. Da. Ob ich das schaffe? Ich weiß es nicht. Ich habe eher die Sorge, dass ich voll drauf gehe. Ja, ich sterbe jetzt schon wieder. Geil, super. Tatsache. Ich hab's noch geschafft, aber brauch was zum Heilen. Wo ist Kim? Hier. Wo ist Dings? Ich bin tot. Kim ist down. Oh, der ist 200 Meter weg. Da komm ich nicht so einfach schnell rein. Nee, lass ihn, ist schon okay. Also ich habe auf jeden Fall die Feuertrommel am Anschlag. Weil wir müssen gegen 3. Okay. Das ist die Aufgabe, gegen 3 müssen wir. Ich würde jetzt lieber erstmal gerne wissen, wo die sind. Okay, die stehen da. Okay, einer ist down. Was ist das? Was wollten die? Warum haben die das gemacht? Was sollte das werden? Na toll. Der hat eine Schießpistole gehabt.
Ja, okay. Ja, ich bin auch down. Ja. Der hatte eine Maschinenpistole, hat mich natürlich mit einer Schrotflinte gar keine Chance. Der war bestimmt AFK, deswegen konnte ich den treffen. Ja, aber 9 Kills, Mensch, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe 4. Das macht ja nichts, das ist doch gut. Also im Grunde genommen sind das hier 9, 6, 15, 19 Kills, Alter. Das sind wie viele Teams? 6 Stück. Aha. 6 mal 3 sind 18. Geile Quote, Alter. Geiles Team. Vor allem Kevin hat das getroffen. 6 Stück. Hat er sein Joystick jetzt richtig eingestellt? Oder die Schärfe vom Bildschirm? Krasser Scheiß. So. Ja, Mädels. 2-0 verloren gegen Sambia. Uiuiui. Da wird Martina wieder nicht sehr freundlich werden. Vielleicht sollte Flick mit Martina tauschen. Aber Martina hat ja gesagt, nee, sie will Flick nicht ablösen. Möchte sie nicht. Sehr gute Entscheidung. So, was ist denn jetzt hier los hier? Okay, wen haben wir denn da? Ja. Ah, danke, alter Freund. Oh. Warte mal, wollen wir das mal hier bearbeiten? Habe ich einen falschen Text kopiert? So. So. So, einfordern. Hatschi, Gesundheit. Ach, nicht denn. Alter Mikrofon, ich krieg einen Anfall, der geht immer aus, man geht da wieder, man geht da nicht. Naja, weiter habe ich, ich kaufe mir nächsten Monat ein neues jetzt auch erstmal. Diese Aura auf Aufträge ab. Diese Sommer Escape Aufträge ab. Diese Sommer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss ich so machen, hinzufügen natürlich, genau, so, haben wir das oben hinter uns.
Ja, habe ich den jetzt angenommen? Warum hat denn der jetzt nicht angenommen? Wenn ich das wüsste. Ewig Freund hinzufügen? Ja. Okay, jetzt. Perfekt. Mir gerade so aufgefallen. Ja, moin. Ja, passt schon. Ne? Oh Mann. So, aber dann wollen wir mal. Nein. Ach, das so. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt habe ich die Höhe. Aber warum höre ich nicht? Die Stips habe ich wahrscheinlich nicht irgendwie von den Leuten. Einstellung. So, was er jetzt macht. Jetzt muss ich ja meinen Kommentar auch ändern. Ja, natürlich musst du jetzt deinen Kommentar korrigieren. Ich kann dein Wort nur streichen und schon ist der Satz wieder richtig. Unter was fällt Steps eigentlich ab? Oder Sondereffekt oder allgemein? Das will ich nicht. Damit du diese Steps siehst oder was? Ne, höre, weil ich höre die Steps überhaupt nicht. Ja, aber du siehst sie. Ich höre auch keine Steps immer. Sehen kann ich auch nicht. Ah, Moment, du musst dann diese Einstellung da vornehmen. Gehen wir auf jeden Fall rein in die Einstellungen. Ja, bin ich drum. Jetzt muss ich erstmal selber wieder suchen. Und zwar. Scheiße, Mann. Jetzt kommt der Leader-Bildschirm. Ich bin doch gerade hier am Erklären. Meine Fresse. Ja, machen wir es dann nachher. Gehen wir nachher nochmal raus und dann können wir das machen. So, also. Einstellen in die Einstellungen. Ja, ich bin noch hier in der Verbindung. Boske. Ups. Kim, denk dran, spring Haarschneidemaschine mit, ne? Nee. Ich geb's deine Mutter. Nee. Doch. Und zwar, wenn du unter den Einstellungen gehst, ne? Wenn du in den Einstellungen gehst, da musst du auf Musik. Mhm. Und da musst du bitte sagen, Soundeffekte visualisieren. Okay. Also Einstellungen, reingehen in das Musiksymbol und dann gibt es das Soundeffekte visualisieren. Und das hilft dir ungemein, nämlich, wenn du erstens Steps siehst. Mhm. Das heißt, da wird ganz geil angezeigt, oh, ich sehe da einen, oder ich höre da, zumindest ich sehe da einen laufen. Und okay. Wenn natürlich dann später auch die Schatztruhen sind, ne? Die werden nämlich auch dann nämlich so ein bisschen dargestellt. Und Tiere. Ach Mensch, was mag ich denn noch ganz, ey? So, Einstellungen. Einstellungen, X. Musiksymbol. Musiksymbol, dieser Ohrhörer. Na? Und dann Audio-Effekte visualisieren. Sound 3D-Kopfhörer. Sound-Effekte, wie das. Ah, ist an. Jetzt ist an. So, und dann abspeichern. Dann wird an. Okay. So, ich muss mal aussteigen, wa? Sonst fliege ich hier weiter und muss nicht zu weit fliegen. So, wenn du das andrückst, dann dementsprechend hier kann man damit einigen Spaß schon haben. War auch okay. Mit einer der ersten Einstellungen, die sie mir erzählt haben, die ich machen muss. Ah, verstehe. Ja. Ich wäre da sonst ehrlich gesagt, wenn mir das einer nie gesagt hätte, wäre ich da nie drauf gekommen. Ja, das sind schon welche gelandet. Eins, zwei sehe ich schon hier. Ja, macht nichts. Ich lande auch. Dann wie ein Wal im Wasser. Ja, moin. Ja, wenn ich erstmal ins Schwimmbad gehe, da ist auch kein Wasser mehr drin. Du bist aber ziemlich selbstsicher mit deinen. Mit dir selbst. Wie du so raushaust, voll krass, ey. So viel Selbstbewusstsein habe ich wiederum nicht, ey. Ohne Scheiß. Kannst du knicken bei mir. Nicht. Wir werden jetzt schon geschossen. Vor allem wo wird geschossen? Warum bin ich nicht dabei? Also ihr macht doch hier wieder. Was ist denn hier alles? Ach Lu, ja stimmt. Der gehört ja auch zu uns jetzt. So, hast du geöffnet? Was macht die denn da? Oder er? So. Mm-hmm.
Und hier ist mir überhaupt nichts drin in dieser Hütte, ey. Oh Mann. Na, erstmal gibt's ja eine schöne epische. Nehme ich gleich mal mit. Und dann gibt's hier ein bisschen Muni, nehmen wir auch gleich mit. Damit wir was zum Füttern haben. So. Könnte man die Zitadelle nicht einholen? Hm? Ne? War doch hier im Platz immer gewesen. Da ist er doch. So, dann holen wir uns jetzt erstmal hier die City. Noch da. Wieder nix und wieder nix. Ich kann. Ach ja. Alles ist gut. So, was gibt's denn hier? Naja, aber immerhin hier, ne? Gib mal her hier. Muss ich auch mal einen trinken. Oh, zack, zack, zack. Gefährdet mit Speck. Wenn du nicht willst, dann bist du es nicht würdig. So. Wie komme ich zu euch hoch? Ich habe ein Problem, ich komme gar nicht mehr hoch. Boah, geil. Ach, ich war mit dem Bergen hier, Alter, kommt nirgends wohin, ey. Hä? Da musst du tausendmal. Ja, ich bin irgendwie so blöd weggerutscht, jetzt bin ich hier da unten irgendwo und keine Ahnung. Aua! Ich bin erstmal schön in die Flamme reingetreten. Sind wir denn jetzt erstmal hier aber gut geschützt? Ja, wa? Meine Herren, Alter, ist das anstrengend, dieser Burg, Alter. Ja. Ach, guck mal, ein bisschen. Wird er schon wieder geschossen? Juhu. Hallo. Was ist denn da los? Toll, ich hab leider nur Nahkampf, ne? Ja, ich hab nur Nahkampf. Fernkampf hab ich gar nicht. Boah. Was ist passiert? Nee, hat einer mit Granate geschmissen oder was das war. Was? So ein Hund. Wo hab ich die Waffe jetzt auf einmal her? Ja, moin. So, habe ich jetzt alle geholt? Nee. Gut. So, jetzt habe ich gleich alle geholt. Oh, Stefan, du bist ja wieder ein Tier, Alter. Ah. Nö. Erledigt. Da sage ich doch wieder mal zu.
Achso, die Sound hört ihr ja gar nicht, wa? Was denn? Stimmt, die Sounds sind ja nicht auf das Headset gestimmt, sondern ja nur für den Stream. Achso. Und dementsprechend hier kriegt ihr ja die Sounds gar nicht mit. Ja. Weil bei manchen Situationen also habe ich hier den einen oder anderen Knopf, den ich drücken kann auf dem Stream Deck und dann gibt es einen netten Sound dazu. Ich kann dann so meine spielerischen Fähigkeiten mit untermauern. Ja. Gegner? Wo? Und warum so viele? Und lass mir welche übrig? Nee. Wer hat meinen Kill geklaut? Also ich hab nichts geholt. Ich bin hier ganz hinten. Der andere Spieler. Ja, Tatsache. Ja moin, danke. So, da ist eine Kiste. Gehen wir doch mal zu einem Auto. Oh yeah. Ist auch kein Schlüssel. Was fehlt dir da ein Schlüssel? Ja, ein Schlüssel? Nee. Oder Mitspieler. Ja, ich fahr runter, krieg Fallschaden von 2, manchmal 1 Meter, Alter. Ich brech weg, Alter. Ach nee. Wo bist du? Komm mal her. Bleib mal stehen. Ja. Hier ist eine Kiste. Wie kann ich das bei dir? Ah, hier. Ach so. Dankeschön. Bitte. Hier, und für dein Blue Life, probier mal das Eis. Probier mal. Blue Life oder nur die Dings? Schuhe hab ich nur bekommen. Ah, Schmutz, dann ist es das falsche Eis gewesen, glaube ich. Du kannst richtig beschiss mitlaufen, Alter. Ja, das geht ja gleich weg. So, ich hätte das letzte Mal auch. Ja, Lu, schon wieder hier vorne, wa? Alter Lure, da, von der Seite, da schießen sie. Da oben. Der ist auf jeden Fall weit. Der ist weit, Leute. Jetzt pumpt er sich voll. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Wir kommen. Jetzt kommen die anderen. Ja. Ach komm, Alter. Er hat so ein Kuckuckbacke, ey. Da krieg ich einen Schlaganfall langsam. Wollt ihr das Spiel wechseln, lieber? Nee, passt schon. Bin auf DMZ, die ist eine da versuchen, die Waffe zu holen. Oh ne, da hab ich kein Kim, ich hab dir das dazu gesagt, das geht nicht bei mir. Da krieg ich eine Marke ohne Ende. Ich muss auf den Chat aufpassen, ich muss dann hier machen. Das ist Gott, nee. Das ist mir zu viel, da bin ich raus, Kim. Sorry. Mit neuen Teamspielern oder war das jetzt dazu zurück, glaube ich? Ich weiß jetzt gar nicht. Mit neuen Team. Kein... Ja, gut, weil ich kann nämlich kein Dings machen. Ah, shit. Oh ja, da haben sie aber schön das fette Loot hier. Alljajajajajajaj. Tja. Ich würde mal sagen, zu diesem Sieg oder Verlust können wir nur Folgendes sagen. Jetzt kommt's. Ja, das nicht. War's schon. Hä? Man hört das gar nicht. Ja, ich hört man das hier nicht. Ja, leider. Oder ich weiß gar nicht, wie man die Soundboard kann man nicht auf. Oi, 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 oi.
Schaffen mich irgendwie deine Waffe bekommen, wo ich an den Automaten stand, da habe ich irgendwie was gedrückt und auf einmal hatte ich diese ja legendäre Waffe gehabt, doch immer denke ich so, ja moin, Alter, es läuft, ja. Okay. Und dieser Bock ist aber hinten zum Automat mit Minis halt irgendwie und dann hat sich dann auch immer die Waffen da anfängt. Okay. Ja, stimmt, auch da machen, weil da so viele Leute auf einmal sind. Ich hab ich, ey. Eine Krone habe ich. Geil. Das ist cool. Willkommen beim Busfahrer. Ja, ne? Muss ich fahren. Oh Mann. Die sind schon wieder hier so leicht. Hm. Oh shit. Ich hab vergessen rauszuspringen. Das war mir sehr gut. Yay. Oh mein Herr. Wir yay. So. Damit ich unten runtergekommen. Doch, da kriege ich mich mit hinterher auch nicht. Also insgesamt sind da vier Leute, die noch fliegen. Super. Nichts mit Waffe oder ähnlichem. Oh, toll. Bin ich total falsch. Also wenn ich jetzt gleich einer auf den Sack kriege, weiß ich warum. So, was haben wir hier? Drei Waffen? Ja, tatsächlich. Lauf, Thomas. Reiß dich mal zusammen hier, du Gegner. Ja? Einmal hier, Mann. Zack. So, jetzt bist du schon mal weg. So, wo ist dein Freund hin? Ich glaube, wieder ab. Der ist ja auch wieder gefallen. Ach, ich habe schon zwei Kills. Okay, gut. Dann ist der ja schon weg. So. Ich hab auch zwei geholt. Ja. Jetzt brauche ich ein bisschen Muni, ey. Da keine Munition. Warum werde ich denn jetzt hier von diesen komischen... Da hängen ja Hühnchen. Chicken Nuggets. Bitte? Chicken Nuggets. Ach, ich hab auch Chicken Nuggets jetzt wieder. Oh, bitte. Abnehmen. Ja. Also, wenn du jetzt ein 20er McChicken hast, ne? Ja. Dann komm ich jetzt vorbei. Das reicht nicht bei mir. Glaub nicht. Ich brauch mindestens mehr davon. Viel mehr davon. Wenn ich einmal richtig Hunger hab, ist so ein. Keine Ahnung. Also ich sag mal so, ganz ehrlich, also zwei Packungen 20er und dann im Grunde genommen, dann schlaf ich schon. Ne, das reicht mir nicht, glaub mir. Das ist so sehr speziell, wenn es um Essen geht, da brauchst du schon ein bisschen mehr. Also Kind, du weißt Bescheid, jetzt weißt du, warum ich deinem Mom auch mithelfe, ne, weil es gehört sich so. So, was haben wir denn hier? Eine Schrotflinte. Nimm ich mal mit. So, haben wir hier. Dings. Zack. So, was haben wir da?
Oh. Eine Pump reicht mir, ja. Scheint ja hier wohl das Gemüselager zu sein. Hier geht's ab, ist das hier auf? Irgendwie hat jemand hier Feuer gelegt. Ich weiß nicht. Mir wird doch irgendwas angezeigt, von wegen was Rotes. Keine Ahnung. Ja, ein Picky sagt man nie nein, ne? Sag ich mal dazu. Dann Rainer mit ab dafür. Okay. Mir wird jetzt nichts mehr angezeigt eigentlich, wenn ich so was spielen kann. Alle. Alter, hab ich genau. Achso, ich verstehe alle. Nee. Ja, ich hab auch verstanden, alle. Nee, alter. Was ist das denn wieder, alle? Das kenne ich aber nicht. Ich kenne nur alle. Ja, hier. Hier bei der guten alten 253. Die alte ist nur noch ein Fuß. Ja. Verlagert sich jetzt mehr zu 255, 260. So, mal gucken, was ich da auf dem Baum sehe. Na komm schon, lauf doch mal, lieber Kerl. Wäre immer so lieb mit Kevin. Ja, und jetzt kommen noch die Mücken in der Alter. Ich breche ab heute, ehrlich. Was für Mück? Die Mücke. Ja. Die wollen mich. Ach, du bist hochgekommen, ey. Boah. Ach. Nö, es war nur der Heilige Geist. So, 36 Sekunden und dann gehen wir weiter. Denn die Zone kommt dann. Ja. Bin schon auf dem Weg. Eieiei, da bin ich. Ja, die Zone kommt dann. Let's go. Alle, du hast mich gestorben. Du hast irgendwie so fetisch, dass du immer am Sterben bist, wa? Ich bin immer nicht am Sterben. Achso, ich dachte schon, hast du angehört. Nee, du hast mich gestoppt. Naja, gibt Schlimmeres. Dass ich nicht rutschen konnte, ey. Na, da kann ich nichts dafür, ne? Oh Mann, zwei Leute, zwei Kronen, die ich getroffen habe. Hinter uns sind Schüsse. Ja, war ich. Achso, okay. Weil ich hab die zwei Kisten geholt, die nämlich da auf diesen Seilen angebunden sind. Ah, ne? Ja, aber war nichts drin, außer nur ein bisschen Muni und ein Biggie oder Mini war es, glaube ich, gewesen, also nichts der Rede wert. Ich bräuchte einen Biggie, einen großen. Ich hab nur kleine Leute am Start. Ich auch. Nimm doch hier diese blauen Pflanzen. Oder bist du. Nee, du bist ja schon voll. Nee, hier, das sind doch die blauen Pflanzen. Mit den blauen Pflanzen machst du dich doch blau. Alles gut, ich hab jetzt gefunden. Das sind nicht voll den Schüsse. Lieber, ne? Ja, das sind Schüsse. Bewahren Sie Ruhe, da sind nur ein paar Schüsse. Das ist der Dritte. Seht ihr? Einen haben wir. Haben wir. Achtung, da drüben ist er. Ja, jetzt muss er laufen. Jetzt gibt's Hochbuckler. Achtung, da ist noch einer, ne? Mhm. Alter. Alter, ich bin.
gar nicht mehr schlagen sollen. Da oben, da sind noch mal welche. Oh, was, das ist ein ganzes Team. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay. Scheine. Das ist ein ganzes Team, Alter. Und ich war genau in die falsche Richtung, Alter. Achtung, genau, die kommen. Kim ist tot. Ich bin auch gleich tot, weil im Grunde genommen, da kommt, passiert nichts mehr. Da sind auf jeden Fall zwei Leute. Arschlöcher, ey. Ich hab 5 Kill. Ach komm, ja. Ups, Alter. Wissen denn unser Mitspieler, Alter, was macht denn der? Der hat im Grunde genommen, der ist weitergelaufen. Mhm. Der hat sich gar nicht an die, Eskalation hier beteiligt. Ich hör mal deine Karte. Zack. Ey, ist das Windfisch oder was? 11. Den haben sie aufgeholt. Oh, mit dem Explosiv-Repetiergewehr. Irgendwie legendär. Warum hat er denn nicht einen abgeschossen? Der läuft die Katze einfach weiter. Mhm. So, mit 9. Ach, die haben auch die andere Runde davor gewonnen. Sieht man hier eindeutig. Auch wenn die zwei Leute verloren haben. Ah, die legen sich jetzt sogar mit meinem neuen Team an, glaube ich. Boah, ich hab's so. Ey, so ekelhaft, wenn jetzt ein Kühlschrank da ist, ne? Das ist echt dramatisch, ja. Soll ich was abgeben? Du. Hä? Ja, du könntest gerne. Ich war morgen kurz mein Mikrofon. Da soll ich halt von Amt bin, halt, da könnt ihr mir halt nichts halt, wenn ich jetzt nicht mehr bezahle, weil, wie soll ich das bitte bezahlen können, wenn ich Geld was schaffe? Halt ein bisschen blöd an, halt, ich hab das so weit geschafft, aber, ich hab vorletztes Jahr angerufen, da hieß es, ich hätte auch noch so um die 600 Euro, ne, und jetzt sitzt immer noch 600, da sag ich, nee, hab ich keine Lust mehr, ganz ehrlich, bitte bezahle ich ab. Dann kann ich auch sagen, nee, guck bitte mal komplett das ganze Geld zu, was ich bezahlt hab. Kann ich sogar noch beantragen auch, ne? Muss ich mal fragen, wie sich das hält bei der Bank halt, ne? Bitte. 11 Euro, weißt du, das wäre ja auch okay, weil ich mal eine Quest. Hallo? Ich bin ja im Kühlschrank, das ist kacke. Weißt du, vielleicht kann jemand normalo niemand halt an. Da lacht er jetzt drüber mit dem drauf, damit ich für mich das Geld halt. Ne? Das ist bei mir mindestens, wenn ich hochrechne, schon locker fast 6. Mittagessen, hab Frühstücke drin oh, und dann. Ich muss ja Auto schwingen. Oh. Ich hab schon wieder geschlafen. Wo? Wo müssen wir denn runter? Wir hatten die Markierung gesetzt. Ach, da unten. Ich. Muss mich erstmal drehen, ich hab das gar nicht gesehen. So. Hm, da kommt einer mit. Ja. Hinter Kevin ist er. Zwei kommen mit. Ich glaub, drei kommen mit runter. Ja. Ja, toll. Besseres gibt's nicht, Alter. Eine hässliche Hand. Come on, Alter. Ist das dein euer Ernst in diesem Spiel? ...66 und weit. Läuft jetzt von mir weg. Und einer ist hinter mir.
Ja, ja, mach mich tot, weil du hast doch die Schrotflinte, ich hab gar nichts. Ist doch klar. Ach komm, Alter, nimm die Hände doch. Arsch rein. Ja. Da unten ist noch einer, der kommt jetzt hoch. Da kommen zwei. Da kommen zwei Stück. Nein, nicht so zwei. Muss der andere Spiel jetzt drin, der ist irgendwo, keine Ahnung wo, ne? Holy Mamoli, Alter. Ja. Katastrophales Team. Katastrophales Team. Ja, Backe wie Bumpy auch, keine Ahnung was, oder? Tut dich mal bereit. Ha? Musst du auch bereit drücken? Ich kann höchstens abbrechen drücken, ich hab's nicht bereit gedrückt, Tim. So. Ja. Wäre das Häkchen nicht angezeigt worden, ne? Da müsste ich höchstens können noch mit einem 19 anzünden. Ist doch nicht wahr, aber will ich ja nicht. Hm? Was denn? Ich sag, das wirft mal alle wie auf keine Ahnung was, ey. Die haben schon was falsch gemacht, ey. Gib nur was von den Pillen ab, ey. Oh Mann. Hab ich doch SDK 18 drinne stehen? Eigentlich ja. Hab ich auch SDK 18 im Boden mit, ey. Ach, der hat sich nach einem ganz guten Moment. Was sagst du? Da hat sich jemand einen ganz guten bei mir verirrt irgendwie auf meinem Kanal. Nee. Wie nee? Doch. Siehst doch, dass du bei mir drin bist. Als Frau. Dann will ich mal aufmachen. Ja, ich werde mir jetzt meine nächsten Follower, die 6 Stück, werde ich mir jetzt kaufen. Und dann dementsprechend hier werde ich mir ein paar Bots ransetzen und so, und dann werde ich auch Affiliate. Ja. Genau. Ich bin so ein Mensch, ich sag mal so auf der Hand, ich bin so ein Mensch, ich möchte halt nicht, dass niemand halt, also wie soll ich es ausdrücken, nicht, wenn man es falsch versteht, das ist das, weil ich drücke das immer meistens falsch aus, leider. Der so nach Leute bettelt halt nach dem Abo 3. Sowas mag ich nicht, möchte ich, will ich nicht. Alter, das musst du noch bei mir noch reinschreiben. Halt. Nein, ich werde einfach ganz entspannt an die Tablets und PC von meiner Familie gehen und werde die erstmal hier einen Account anlegen. So, zack. Ja klar, das ist ja was anderes. Ist ja auch was anderes. Nee, aber es geht darum halt, wenn es da so Leute gibt, halt, die kommen dann in den Kanal rein. Die waren selber noch nicht so viele. Die kommen an, ja, du dann den Abo da lassen, weißt du? Geht einfach nicht. Ich bin das Dorf, die glauben solche Menschen. Mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben, mein Leben. Ganz ehrlich, traurig. Einmal hatte ich ja schon einen Bot-Eingriff diesbezüglich. Da war ich ein bisschen überrascht, dass sie auf einmal so ungefähr 50 neue Follower hatten. Die habe ich alle schön mit diesem Stream-Tool, wo man dann auch wieder löschen kann. Ja. Erstmal schön locker rausgehauen. Ja. Aber erst nach dem Stream, weil. Das war ja kein Problem. Mhm. Ein Laptop macht, sagt auch schon langsam die Grätsche. Ja. Deswegen wird es Zeit für ein PC, ganz ehrlich. Und dann wird da eine Fernseher genommen, wird die an die Wand getackert und dann ist das Wasser. Die brauche ich schon nicht mehr, da habe ich ja mein Gaming-Fernseher dann da. Oh Gott, der sucht ja lange, Alter, was ist denn hier los? Ja. Keine Ahnung. Ja, Alter, geh mal die Lobby am besten zurück. Dann gehen wir erstmal in die Lobby zurück. Weil das dauert ja echt lang. Das ist echt abnormal.
Nee, weil ich hab das schon mal mitbekommen, sowas, so dass es echt witzig macht, weil das gehört sich einfach nicht in meine Ohren. Gerne machen halt, ne, und wenn dann ist es halt so, akzeptiere ich auch, aber so Leute wirklich so einen anbetteln, so ekelhaft. Bei mir ist immer alles freiwilliger Basis, ne? Und so muss es ja auch sein halt, ne? Ja. Ach, jetzt hat sich mein Mod sich verabschiedet. Wer hat sich verabschiedet? Mein Mod hat sich verabschiedet. War aber nur Spaß. Ich bin noch da. Ja, ne? Ah, ich komme jetzt immer auf deinen Namen. Was gibt's denn eigentlich im Itemshop? My Hero Academy. Okay. Ups, das ist jetzt nicht gerade sehr toll. Ja, Hallöchen, wer bist du denn? Taucherin Crystal. Oh nee, bitte nicht. Hat sich gleich erledigt. Was er will, ey, ehrlich. Ja, der Rest ist ja alt. Da ist immer noch Fußball. Gut, okay. Nee, ich bleib mal so. So. Ja. Ja. Kevin ist müde. Ja, wenn ich jetzt 50 erreicht habe, dann krieg ich halt die Spielkosten so verfolgt und so drauf. Geil. Ja, voll die Gabba-Leute hier unterwegs. Wo sind die Kacke jetzt? Ja, ja, ich ruf schnell an, das ist sowieso. So, hat er jetzt mal langsam hier ein Spiel gefunden? Ja, ne? Nach 10 Jahren, ey. Jetzt hast du noch Bock auf den Burger, ey. Scheiße. Ich kann dir Patties geben. Nur das haben wir da. Sayday. Und 240 Hertz.
Da wollte ich jetzt schon zu dir rüberfahren, das Club machen. Komm her. Ja, ne, ich komme. Nein, 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 Kevin, das sagt man nicht. Das gehört sich echt nicht, das sagt man nicht. Ja, bald bin ich ja da, so ist ja nicht dauert, ich bin lange. Ich bin aber immer noch sowas von aufgeregt, ey, ohne Witz. Ich fühle mich wieder so wie so ein kleiner Teenager mit so 15, 16, ne? Oh Mann, muss man nicht verstehen. So, wo müssen wir denn heute raus? Ach, da wo es blau ist. Ja. Gelb, ich hab gelb markiert. Ja, dann gehen wir mal zu gelb. Gelb ist schön. Gerne. Kalle ist schon mal ausgestiegen hier. Sayday und 240 Hertz. Goodbye, my friend. Ja, ja, ja. Wir haben es zur Kenntnis genommen. Ja. Siehst du? Ist keiner. Schon. Ja, wenn er drauf geht, dann weiß er warum. Tatsache. Hier ist zum Glück ruhig. Gerade noch. Noch ist ruhig. Die Frage ist noch ruhig. Noch, so, ich genau. Hol mir mal die Flagge hier. Die Handschuhe wird bestimmt nicht nochmal tragen. Alter, fast wäre ich doch runtergeknallt, ey. Aber sowas von, ey. Oh yeah. So, was haben wir denn hier heute? Ja, Medipack nehmen wir auch mit. Das passt. So, wo sind noch ein paar Kisten? Da sind alle Kisten weg. Da jetzt noch Wand oder nicht? Weil, ja. Aber da leuchtet. Einer. Zwei. Okay. So. Meine Herren, wo läufst du hin? Ja. So, jetzt gehen wir erstmal unten zu den Häusern. Und zwar die Häuser an. Schüsse. Ja, ja, ist von mir. Okay. Weil ich muss hier nämlich den Dings wegmachen. So. Richtung.
So, jetzt haben wir hier die Häuser auch. Ja, kaufe ich und nehme ich mit. Bin noch voll gut in der Zone. Ja. Sehr gut. Was ist das denn? Da haben. Ja, auf der Säule oben. Ist ein Biggie. Oben auf der Säule ist ein Biggie. Ja, Mann. Ja. Und du kannst doch nicht hier hoch. Oh nein. Stange kannst du dir auch nicht wegnehmen, ne? Oder? Ne, Stange geht glaube ich nicht weg. Hier sind Schüsse bei 47. Ja. Aus dir nix bis jetzt. Doch. Die sind da hinten. Ich hatte genau auf meinen Faden drauf, aber ich hab jetzt nicht drauf. Das ist mir nichts. Mal kurz was gucken. Wie soll man so? Das hätte jetzt bei nach hinten losgehen können. Ja, Der ist alleine. Also ich sehe nur den gerade. Ja. Holt euch ihn. Boah. Was ist los? Ja, ich bin down. Der hat voll eine gute Pump, aufpassen. Ich hab auch eine gute Pump. Boah, ich sehe. Da sind mehrere. Warte. Warte. Dankeschön. So. Ich mische mich da jetzt nicht ein, da habe ich keine Nerven. Oder? Naja, wir gucken uns das erstmal an. Drei Stück auf jeden Fall am Start. Oha, das nehme ich mir bestimmt jetzt mal weg. Naja, die sind da an dem Links, ne? Oh, mich wird geschossen. Bist du? Ja. Schon mal down. Leute. Zweiter ist down. Ne, ich bin auch down. Nee, ich hab ne goldene Waffe. Nee, bitte. Och Mann, nee. Och Mensch, ich kotze heute, ehrlich. Ich hab auch eine. Der kam jetzt von neben da hinten, ey. Stefan, was ist hier los? Ach, schon noch von deiner. Naja, ich seh's gerade. Ja, ich. Der andere ist da Dödel Heinz auch ganz mal noch da, ey. Ganz ehrlich, ey. Das ist doch Alter, ich werde das gleich mehr geholt. War ja klar. Ja, komm, hol mich. Komm, hol mich, ich kann's nicht. Ja, war klar gewesen. Bitte? Ja. Dann bist du irgendwo am Arsch der Welt. Ach ja. Ehrlich. Der ist 20, 300 Meter weg. Das kann dauern.
Ja, das kann dauern. Wenn überhaupt. Der kann ja auch sich jetzt im Grunde genommen sagen, ja, sorry, ihr wolltet ja nicht da aussteigen, wo ich wollte. Also, warum sollte ich euch jetzt holen? Naja, aber er muss trotzdem aufpassen. Die sind ja da immer noch. Oh, das ist ganz übel. Jetzt du machst einen Hüpfer und musst im Grunde genommen, läufst genau rein in den Gegner. Epische Trommel, was du genau machen kannst. Alter, liegt da Loot, ey. So. Na ja, gut, meine Leute, mein Stream mache ich jetzt erstmal aus. Ja. So, meine Lieben, ich wünsche euch schon eine angenehme Nachtruhe. Danke fürs Zusehen, habt Spaß noch heute. Und ja, wir sehen uns, hören uns, ne? Auf jeden Fall. Und auf Wiedersehen. So, dann muss ich das machen. Das einmal machen. Sieht das so lange komisch, muss man nicht verstehen. Ich? Also ich sehe dich als nicht bereit. Ja, bei mir, wenn ich also in Team. Also bei Immo steht im Grunde genommen für mich nur Häkchen bei Kim, bei mir und bei dir fehlt ja das grüne Häkchen. Mit neuen ja, Team haben wir gemacht. Achso, gut. Was hat er angeklickt? Mit demselben Team. Achso, naja. Selben oder den neuen Team? Mit neuen Team haben wir gedrückt. Okay, gut, aber ich Bescheid. Wir drücken immer mit neuen Team. Okay. Ist ja auch noch live. Warum sagt mir denn keiner, dass ich im Stream den dicken Hintern habe? Die Kamera macht mich ja total unformlich hier. Was ist denn bitte? Nämlich gerade hier am Fernseher. Kev 900.810 Just 3 Ditze Channel bis 1 Viewers. So. Dankeschön. So. So. Weiß nicht, vielleicht sollte ich auch so ein bisschen Hot Tube Content machen oder so. Nee, lass mal. Jetzt ist nee, danke. Nee, ich danke, bin da raus. Bitte tu mir das nicht an, Digga. Auf Witz. No way. Nächster. Nächster Account ist dann bei Kick und so und dann so Twerking so. Schön den Hüftschwung. Nee. Hüftschwung. Ja. Nee, danke. Ich glaube, ich werde stockgesterbt werden. Ja, wieso ist denn jetzt hier auf einmal so eine hohe Zahl von Zuschauern, ey? Ich glaube, die haben meinen Hintern angeguckt im Stream. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, wo müssen wir raus? Ich muss mich ja wieder fertig machen hier. Ich bin ja hier. Ja, guck mal. Ach, ich guck mal, mit dem Shaker Maker mit zu. Guck mal an.
Das Stalkisch hacke mit über Handy und die Lucy Stalkisch über den Laptop. Das ist doch nice. So, muss man hier gucken, hier. Was blinkt denn da hinten eigentlich bei dir? Das ist mein Battlebus. Battlebus, warte mal. Ja, warte mal, vielleicht kann ich ihn ein bisschen mehr in die Kamera holen. Kannst du den erkennen? Ja. Ja, ist ein Battlebus. Den habe ich mir gekauft. Nein. Als LED. Geil. Nein, wie geil. Ja. Ich habe eins von Pokémon, das komplett entwickelte also alle drei Geister-Pokémon-Entwicklungsstadium habe ich draußen. Wo ist denn eigentlich unser Ausstieg gewesen? Ich habe den Punkt fast verloren hier. Ach, da drüben. Ja. Der Katastrophenbus, ich verstehe schon. Was? Katastrophe mit uns zu spielen, dann bekommt man so ein Tipp zu den anderen Themen, ey. Ist so schnell von uns, ey, ohne Witz, ey. Oh Mann. Ja, ich meine, ich hatte mir gedacht, der Battlebus ist gar nicht mal so schlecht, den kann ich mir hier schon mal hinstellen. Ein Greenscreen habe ich ja nicht. Den möchte ich auch ehrlich gesagt nicht haben. Also wenn du denn hier noch so ein Greenscreen hinsetzt und so, ist der ätzend. Ist ja harmvoll. Und ich meine, das ist ja hier im Wohnzimmer mit knapp paar Quadratmetern und so. Und das muss ja dann nicht so voll sein. Ja, und ansonsten guckt man halt mal so, ne? Wenn man was sieht oder so. Aber so eine Lampe mit einem Namen oder so habe ich schon gesehen bei Etsy. Da gibt es ein paar Leute, die das machen würden aus Europa. Da bin ich halt am überlegen, ob ich mir da diese, weil das ist ja auch nicht gerade billig, ich glaube 40 oder 50 Euro habe ich gesehen. Dann kannst du schon deinen Namen und das Twitch-Logo oben drauf haben als LED-Lampe. Boah, geil. Das Ding hätt ist ich aber, gerne. Das Ding ist aber, ich wüsste jetzt nicht dann, wo ich das Teil hinhängen soll oder hinstellen soll, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr seht jetzt ehrlich gesagt genau die Wand auf meinen A, großen Kleiderschrank. Der ist also da angelehnt, hinter dem links. Und dann ist im Grunde genommen schon mein Parfüm, was man nur halbwegs sieht. Aber trotzdem sieht man da das Regal. Deswegen wäre halt fraglich, wie ich das auf die Reihe bekomme. Kann ich mir gut vorstellen. Und umbauen tue ich hier auf jeden Fall nicht, ne? Also das sage ich euch so, wie es ist. Also ich kann ja nicht umbauen. Weil das Zimmer ist schon so effektiv und spartanisch eingerüstet, dass es wirklich ausreicht. Ich könnte das bei mir an der Wand machen. Ich habe Platz über meinen Schreibtisch. Ich will über meinen Schreibtisch sowas hinmachen, so diese Nanoleaf oder wie die heißen. Die möchte ich gerne dann, ja, über meinen Schreibtisch machen. Ja, nur ich, weil ansonsten müsste ich irgendwie, wenn ich sagen würde, ich möchte wirklich sowas haben, dass man auch im Hintergrund sagen kann, okay, das sieht doch ganz cool aus, da gucke ich vielleicht auch das zu. Weil manche Streamer, also nicht die Streamer, sondern die Zuschauer, die wollen ja dann irgendwie auch ein bisschen Beleuchtung oder im Grunde irgendein Entertainment dahinter haben, ne? Ist ja manchmal so. Kannst ja gar nicht verhindern oder so. Ja. Und dementsprechend ja. Nee, das wäre nur möglich dann, wenn ich wirklich eine größere Bude hätte und dann auch im Grunde genommen vielleicht noch ein zweites Zimmer. Aber ich werde bestimmt nicht umziehen, denn wir alle wissen ja, wie der Wohnungsmarkt ist. Ich bin wirklich froh, dass ich hier nur 315 Euro warm bezahlen muss für meine 38 Quadratmeter. Und wenn ich jetzt hier im Grunde ausziehen würde auf so anderthalb, dann bist du hier in Berlin auf mehr als wie 450 warm und dann hast du noch nicht mal im Grunde genommen Strom und Gas und all den ganzen Quatsch ist mit drinne. Ist nicht mit drin, du musst ja noch oben drauf packen. Ja. Das sind ja echt wahnsinnige Belastungen. So, wie sieht denn das da aus? Was sind da geschossen da? Was ist denn da los? Seid ihr da auch schon wieder drin? Nee. Ja doch. Ja jetzt. Ja, lasst euch bitte hier einsagen, ihr beiden. Wo ist der Freund von denen? Da läuft noch einer, oder? So, hab ich hochgeholt da. Alle weg. Besser ist.
Kannst du was Cooles dabei? Ja. Okay. Da hinten ist auch noch ein Biggie. So, ich einen kann ich jetzt noch nehmen. Den anderen nehme ich mit. Das ist mit. Ach, hier sind noch Slurfer, das ist ja gut. So, Nia, was kannst du mir denn geben? Du würdest mir kostenlos die Wandbar geben, aber für 250 die explosive Repetiergewehr. Wozu war denn das Eis jetzt gewesen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nämlich auch nicht. Nee, habe ich jetzt nichts gemerkt. Ich habe da keinen Unterschied geschrieben. Aber ich habe irgendeine Info bekommen, dass ich jetzt zwei Eis gegessen habe und das wäre für irgendeine Aufgabe gut gewesen. Was? Naja, keine Ahnung. So, hier sind nochmal ein paar Fässer. Sehr gut. Ja, kann ich mich ja erstmal hier voll saufen. Oh cool, ich hab sogar einen Kill gekriegt. Achtung, ich hab hier Steps. Und tschüss. Warum bist du alleine? Wo sind denn deine Freunde? Ja, er hat Freunde auf jeden Fall, weil er war auf dem Fußboden. Hm. Das heißt im Grunde genommen, wenn der alleine war, dann muss er irgendwann noch seine Freunde suchen. Oder der hat sich auch von denen abgeschossen und hat gesagt, so, ich geh mal weg. Ich mag euch nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir wären uns beide gegenseitig in die Arme gelaufen, wenn ich nicht die Visualisierung angehabt hätte. Denn nur durch seine Schritte konnte ich schon wissen, dass der kommt. Mhm. Und ich schieße halt nur, dass man das mit den Schüssen halt, das sehe ich halt auf jeden Fall. Hast du das übernommen? Mit den Einstellungen, die wir gemacht hatten? Ja, klar, das habe ich gemacht. Ich sehe halt nur, wenn rumgeschossen wird und wenn eine Kiste in der Nähe ist. Dann leuchtet es auf halt. Oh, das wollte ich nicht wegnehmen, Entschuldigung. OBS, was ist denn hier schon wieder los hier? Nimm's noch. So, OBS, was ist da los? Nimm ich den, wenn er nimmt. So, jetzt ist er wieder live, ne? Ja, jetzt wieder live. Gut, da kann ich jetzt den dann nehmen, weil blau ist ja besser als die grünen. Ist ja nicht schlimm, alles gut. Nee, wenn ich jetzt nur vom reinen Streaming-Equipment reden würde, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre es noch eine Cam. Also das heißt, die Elgato Facecam, die ich jetzt habe, die würde ich wegpacken. Okay. Und dann kommt da so eine Sony Alpha. Das, was die anderen Streamer so alle haben, aber natürlich noch die alte Version. Und viele haben ja noch die alte Version, und zwar diese Sony Alpha 5000 oder 6000. Da kriegt man dann wenigstens noch mal ein schönes Bild. Ja. Das wäre halt noch was Nettes oder so, aber ansonsten, nee. Nee. Was ist jetzt schon wieder los? Wer hat hier die Sachen geworfen? Ich nicht. Das ist auf jeden Fall irgendwo rumgeballert. Ah. Aha. Ach, da! Ja, machen weg. Siehst du, das war bestimmt einer seiner Freunde. Vielleicht hat einer sich erwartet und hat gesagt, ach guck mal, da ist er. So, komm. Geh. Das war's. Du warst bestimmt der Dritte im Bunde, ne? Ja. Ja, Tatsache.
Gehen wir mal hier zu dem Haus da. Ach, hier ist ja wieder die Eisparty, stimmt ja. Aber die haben sich hier schon bedient bei euch. Ja. Weil die haben nämlich immer hier irgendwelche Kisten oder so. Aber die sind ja schon hier irgendwie genutzt. Ja, und was ich noch irgendwie so gedacht hatte, wenn man jetzt so ein bisschen irgendwas noch für Twitch machen will oder so, Eigenwerbung, ja, habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich mir mal ein T-Shirt holen oder so, wo so Twitch ist und dann haust du dir deinen Namen drauf oder so. Hm. Das habe ich schon gesehen für ca. 15 Euro oder so. Ja, okay, was? Also da kann man dann immer gucken und vergleichen. Dann muss das Shirt aber auch irgendwie so sein. Aber ich habe schon gesagt, das muss dieses typische Lilane haben. Logo muss drauf sein von Twitch und dann halt deinen Namen halt, ne? Hm. Ja. Und wenn du halt mal zu deinen Freunden, Bekannten gehst oder so, musst du einfach mal mit dem Shirt auftreten. Entweder quatscht dich einer an oder gar nicht. Oder was weiß ich, läufst mal durch die City durch oder so, keine Ahnung. Ja, also wir haben halt auch bei mir, wo ich arbeite, auch sehr schlaue Leute halt, ne? Da ist einer, der arbeitet mit so einer KI und macht daraus Bilder halt, ne? Ja. Und ich bin das, und da möchte, und ich habe jetzt so einen Panzer, der ist so halt, ja, pink halt, ne, mit so Rosen und sowas, also pinke Pflanzen halt und so. Und ich finde das sowas von genial, sowas, weil ich mag ja Modellbau und alles. Und dann hat er mir das gesagt, ich sag so, Kevin, was sagst du dazu? Sagst du, ja, der Traum, ey. Und dann sagt er, ja, kostet aber 35 Euro halt, möchte dafür, ne. Weil er muss ja T-Shirt kaufen, er muss es bedrucken und so, und hast nicht gesehen, dann hat er gesagt, ja, passt schon vom Preis. Ja. Also wenn es jemand nicht wert ist, ne, dann, ja, keine Ahnung. Ja, ich sag euch ganz ehrlich, ich würde hier aus Berlin auch IRL machen. Also wenn es möglich wäre. Und da wäre, aber da ist die Situation so, da muss man ja auch wieder alles neu kaufen, beziehungsweise zusätzlich kaufen. Das heißt im Grunde genommen, du musst entweder überlegen, kaufst du dir so einen größeren Deppenzepterstab, wo du dann im Grunde genommen beide Handys draufpacken kannst. Ne? Also das eine quer, das andere ja geradeaus. Aber du weißt ganz genau, dann brauchst du natürlich auch A. Entweder einer hat eine SIM-Karte und dann dementsprechend her nimmst du da das Netzwerk. Mhm. Die großen Streamer, die arbeiten ja alle ja auch dann zum Beispiel mit so einem Netzverteiler. Da ist das ja dann so, du hast also ein Netz, müsst ihr euch vorstellen, so ein Router. Packt eine SIM-Karte von einem Handy rein, ja, und eure beiden Handys oder ein Handy kannst du dann verbinden mit diesem Teil. Hm. Und hast dann aber trotzdem 4G, weil das Teil richtig geil ist dazu und dann auch anfängt, ja. Habe ich auch gesehen, so ein Router, wenn du von so einem Mittelklasse-Teil reden willst, dann bist du tatsächlich da auch schon bei 60, 70 Euro. Ja. Aber wenn du natürlich die Creme de la Creme haben willst, dann kann ich dir sagen, bist du auch bei 160 bis 200 Euro dabei. Ja, Tatsache. Und das wäre dann der Anbieter Netgear. Okay. Ja. Ja, dann dementsprechend hier hast du also die Situation, ne? Also das brauchst du dann. So. Voraussetzung ist aber wirklich, irgendwo muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, es gibt ja viele Leute, die sagen, naja, ich kann ja auch mit einem Handy IRL machen. Ja, das kannst du natürlich machen. Aber im Grunde genommen weißt du ganz genau, dass das scheiße ist, weil du kannst ja nicht schlecht den Chat dann verfolgen. Ist ja. So. Und dann käme hier noch vielleicht so eine GBL-Box, die dir dann im Grunde genommen alles vorliest. Ne? So wie bei Kim zum Beispiel mit ihrem automatischen Bot, der dir dann die Chat-Nachrichten vorliest, eventuell. Mhm. Das sind ja alles Anschaffungskosten. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Ja, und dann, ganz großer Faktor, weil selbst wenn du die Hardware hast, ja, dann darfst du ja erst natürlich überlegen, was machst du denn jetzt mit dem Daten, ne? Datentarif. Wie sieht's da aus? Hey, ich hab geschossen, Leute. Ja, also das ist auch so eine Sache dann im Sprint, ja. Die gehört mir, die gehört mir. Uha. Noch jemand? Wo denn?
Achso, hier, ja, ich sehe es hier. Aber steht, aber liegt noch, ne? Das heißt, da ist noch einer. Einer kommt noch. Oder auch zwei, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind hier. Ja, der hat auch mal. Was? Ah, ich glaube schon. Weg. Sehr gut. Ich hab 3 Kills. Ich hab 2, aber das ist okay. Ja, ich hab auch ein paar Kills. Vor allem, ich hab jetzt so eine komische Mission, ich soll irgendwie Kisten aufmachen, halt. Keine Ahnung. Weil ich hätte auf jeden Fall persönlich wirklich Bock, so ein Community Day aus Berlin irgendwie zu zeigen. Ja, warum so, nicht? So mit Pokémon Go und so, weißt du? Machen wir neu. Ja. Wenn ihr irgendwo Kisten seht, das wäre nicht schlecht, müsst ihr die öffnen. Ja, lass uns doch zum Game House gehen. Dann ist doch da gleich bei Frenzy 4, da können wir mal gucken. Vielleicht sind da ja noch Kisten. I don't know. Dino ist tot. Ach nö. Nein, das kann Dino. Oh. Hm? Alter, der Promo Go-Catcher geht auch auf die Zipfel, ne? Hm. Ja, sie haben einen Dino gekillt. Was für böse Menschen, ne? Hier kann ich meinen nehmen. Nein, Quatsch, alles gut. So bei verschiedenen Orten, Beamten, benannten Orten auch, ne? Versuche Truhen, okay. Oben ist eine Truhe, Kevin. Bei mir hier. Ich komm sofort hoch. Bei 300 wird geschossen. I don't know, was das ist. Boah, bei Dino ist auch schon Lust, ey. Hier und dann hier hochspringen. Hier hochspringen, wo ich aufgemacht habe. Ich hätte Schritte. Die Zone. Oh nein, Alter. Was ist mit euren Schritten? Der Typ tot oder nicht? Nee. Nein, ich bin nicht hinter tot. Mir. Hinter was? Irgendwo war noch ein Spieler, oder ne? Ja, aber ja, ich wurde nämlich geschossen. Auf jeden Fall in dem Haus. Okay. Kannst du hier reinkommen? Ja, ich komme rein. Warte, weil ich hab nämlich Dings hier. Ich hab. Kannst du mithelfen? Ich hab... Kevin? Dann geht's das schneller. Ich hab hier das Teil. Hier ist nur einer. Ja, ich muss erstmal nachladen. Fire. Ja, ich bin auch down. Shit. Geht da. Die Schrot hat nicht ausge... Ach, der hat eine Trommel Schrot in Episch gehabt. Ich hatte sie nur in Blau. Ich hatte eine Gold, ne? Naja. Wie viel habe ich denn gemacht? Ach, 5 Kills reicht. Okay, ich muss mal kurz eine Splitte rauf. Tut mir leid, Leute. Ja, dann machen wir mal hier einen Break. Na klar. Einmal zurück zur Lobby. Weißt du, wie das anhört? Dein Pokémon Code halt, als ob jemand einen auf die Suppe haut. Was denn ist? Ich hab doch gar nicht jetzt an. Ich bin halt. Wer hat was an? Ich hab doch gar nicht jetzt an. Ja, es hat so angehört, der Pokémon Code. Du klatsch, 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 ey. Nee. Bam, bam, bam. Eieiei. Ja, oder auch sowas wie morgen. Morgen ist ja Wave the Planet. Ich freue mich drauf. Ich bin voll gehypt. Was? Und dementsprechend hier, ich habe ja Powerbanks en masse. Aber ich kann es trotzdem nicht streamen, weil Datenvolumen fehlt, das Mount fehlt, zweite Handy ist nicht da. Ja. Dementsprechend hier, das sind dann auch so geile Veranstaltungen halt, ne?
Weil Ja, dann, das ist doch. weil das ist eine öffentliche Veranstaltung und wenn du die dann einfach mal so richtig geil streamen könntest, wäre schon ganz cool. Ja. Ja, ich habe auch so Ich komische wollte ja Spiele bei mir. Pokémon Go Erzähl. vielleicht streamen. Ja. Ich kann es ja, ich habe ja 30 Gigabyte und bei Twitch laufen meine mobilen Daten nicht ab. Bei mir ist halt der Glück. Ich habe leider vergessen, ich habe halt nur 8 GB, ne? Aber es reicht mir so für meine Zwecke. Ja, ich habe auch nur 10. Ich habe leider vergessen, halt mein Internet auszuschalten und mit WLAN wieder zu verbinden. Und dadurch sind 8 GB weggegangen. Ich gucke zum Morgen, das ist nicht dein Ernst, ey. Ich hab hier gedacht, ist nicht dein Ernst jetzt, ey. Oh nein. Oder habe ich mir wenigstens so 2 GB geholt, erstmal, weil ich habe jetzt extra Tickets gekauft für die Kommune. Also es ist mit Shiki einmal das eine und das andere. Und da brauche ich halt das Internet nur mal halt jetzt ein bisschen. Seines 1. August, ja. Aber nur das andere ist halt jetzt bald. Und das möchte ich halt schon gerne mitmachen, halt so ein bisschen nebenbei. Weil es halt nochmal so die einzigste Sache ist, was mich halt runterbringt, wenn ich gerade halt ziemlich halt kurz vorm, wie soll ich es ausdrücken, in die Luft gehe, sag ich mal so. Und das ist sehr selten eigentlich, aber das ist wirklich so eine Sache halt. Ich hab mir alle drei Sachen geholt. Ja, sei froh. Was denn? Von was hast du dir alle drei gesagt, oder? Einmal ein Ticket für Community Day Classic mit Shiki habe ich einmal geholt. Dann das Ja, Ticket okay. für befristete Forschung zur Party zum 7. Jubiläum habe ich. Und die ist MeToo. Und MeToo. Ah, Ne. okay, Und jetzt hole ja, ich mir noch verstehe. dieses, irgendwann jetzt noch das Ticket für Pokémon Go Fest 2023 global. Ja. Ja, hätte man von deinen Raid noch jemand dabei gehabt, hätte man den ein Lavados locker gepackt, halt nur Und da ein war ja Mensch jetzt. gefehlt. Das war so ein An. Weil mich hat halt etwas gleich geärgert halt, weil, wie gesagt, ich hatte halt so und so viele Münzen halt und ich war froh, dass ich jetzt. Er hat gesagt, komm, wir schaffen das und dann auf einmal bam, Alter. Und das war kurz vor rot, also es war richtig rot gewesen halt. Ein Spiel hätte gereicht. Wir waren ja, ich hatte den ja, wir waren ja dann zu sechs. Und dann kam noch diesen Akt raus, hat die mich ja eingeladen. Jemand aus Rheinland-Pfalz oder so, keine Ahnung. Aber ich konnte ja nicht mithelfen. Dann hätte ich den nämlich jetzt auch. Aber würde ich mir den Game Pass herholen, den Game Pass her den Pass herholen. Aber was ich verstehe, du hast so viele Pokémons eigentlich, warum bist du nicht nochmal seid mal mit anderen Pokémons mit dazu gekommen? Was mit anderen? Weil ihr wart ja, ich war der Einzige, der nur noch gekämpft hat. Ich habe euch nicht mehr drinnen gesehen, halt. Ihr wart auch Ja, ich irgendwo war unterwegs. drinne. Ja, okay. Meine Mutter kann nicht mehr mitkämpfen. Die hat keinen Beleber, ihre Pokémon sind alle kaputt. Na, aber da hätte man Rampen-Pokémons nehmen können, das geht auch erstmal. Hauptsache es geht down halt, das ist es halt. Ich mache mir ja auch so, halt, sobald die down sind, sag ich mal, nimm mal einfach, nimm mal das, was uns angezeigt wird, dann klickt man wieder auf okay, dann geht man wieder rein und dann halt wieder halt so. Dann sind sie halt alle erstmal weg vom Fenster, aber das kann man ja wiederholen alles so. Das geht Wir ja. hatten ja jemanden da, der hat bei uns hier bei uns in der Stadt auch Pokémon Go gespielt und der hat halt mitgeholfen, aber Ja. hat mich nicht gereicht. Weil ich sag mal so, wenn Der ich hat mit nämlich meinen mit zwei Leuten Account hat er gespielt. Ah! zwei Accounts, okay, aber ich habe nur einen Account von ihnen gesehen. Lol. Hier, wer jetzt gerade meinen Stream von euch offen hat oder so, da könnt ihr mal gucken. Ich habe das mal aufgerufen. Was Da gibt's aufgerufen? jetzt, da gibt's zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel so T-Shirts. Nice. Der macht das sogar mit anderen Farben und so, auch mit Gelb, wie ich sehe hier. Aber ich würde halt das klassische Lila nehmen, eventuell. Und Okay, guck mal ja. hier, jetzt haut er das raus für 9,19 €. Ich weiß Ja. natürlich nicht, wie die Quali ist, ne? Da müssen wir uns nicht In drüber unterhalten. AliExpress ist das, ne? Aber trotzdem, wenn man ja sagt, hier zum Beispiel T-Shirt und dann hier bei Etsy zum Beispiel, Etsy hat da sehr, sehr viele Angebote, denn da gibt es ja immer noch irgendwelche Sachen oder so, ja? Ja. Also da gibt es ja noch viele andere diesbezüglich. Aber da musst du auch wirklich gucken, wo dann halt der ganze Scheiß dann herkommt diesbezüglich. Ja, ich wollte es selber machen. Es gibt nämlich eine Maschine bei Amazon. Die wollte ich mir kaufen. Und dann selber und dann Klamotten. Wie Ja, wenn ich das Geld habe, wollte ich dann T-Shirt bedrucken und die verkaufen.
Ich will Oder auch. hier zum Beispiel, hier gibt es dann zum Beispiel hier diese Namen zum Beispiel, weißt Na, dann du? kannst Kannst du du auch. ja halt neben machen. Oder hier, sowas zum Beispiel. Nice. LED-Controller-Lampe, Alter. Was Als Deko, kostet als so? Wandlampe. Die kostet 14,99, kein Witz. Oh, nice, Alter, die ist aber günstig. Warte mal, ruf das mal ein bisschen größer auf. Das ist doch hier wieder das mit den Cookies. Wo sind die denn jetzt hier? So, wir machen weg hier. So, und dann kannst du hier. Kannst du dir halt drüber hängen oder halt woanders drüber hängen? Breite 46 cm. Ich gerne über meinen Schreibtisch hängen, weil da habe ich Platz an der Wand. Ja, bei Da mir hat ist er Platz. dann Aber geil. mit kalt warm. Natürlich, Mit das denen zu kostet dann ein bisschen kämpfen. was. Oder mit Licht, ja. Ja. Ja, da gibt es also immer noch irgendwelche Sachen oder so. Also, das ist nicht schlecht. Nice, ey. Weil viele haben ja da immer irgendwo was im Hintergrund zu stehen oder so, ja. Oder hier, was weiß ich, hier auch nicht schlecht mit so einer LED-Lampe. Ja. Die steht dann einfach nur da. Cool. Kostet aber dann natürlich hier schon 30 Euro, ne? Und da muss das Ding angepasst werden. Ja. Ja. Ja, meint es auch so Richtung Lila halt so. Das mag ich halt auch so, sag ich mal, so zum Hinstellen hier so. Das mache ich mir sehr oft auch gerne mal anhalten, ne, meine Lampe auch, aber manchmal nicht so. Aber es gibt so schöne Sachen, was alles gibt, vor allem heutzutage, das ist der Wahnsinn. Ich liebe ja LED-Lichter, LED-Ketten, boah. Ich möchte mir auch noch halt bei einem gewissen Geschäft bei uns, was es gibt, da kannst du hier so runde Teile kaufen. Mit Fernbedienung, da hast du auch so LED halt dran und da kannst du unter ein Bett zum Beispiel machen, dass das Bett unten leuchtet. oder beim TV-Schrank, sag ich mal, bei den Regalen halt so. Und ich habe halt so rechts und links jeweils so Aufsparung und da ist so ein Brett dazwischen. Das kann ich auch noch verstellen so ein bisschen. Da könnte ich da ganz oben, ganz hinten das hinmachen und dann leuchtet es aus dem TV dann so. Also da unten halt, das sieht so, das würde bestimmt gut aussehen. Aber kostet auch 14 Euro so ein Teil, ne? Und dann musst du Ja. das da hochrechnen, da brauchst du mindestens, brauchst du 3 Päckchen, da wirst du Bescheid, ne? Da kostet mit LED-Band billiger weg wieder. Auf jeden Fall. Ja, hier ist Soulglass bei Amazon zum Beispiel. Die machen zum Beispiel hier wirklich so eine Lampe. Da ist dann der Name mit Lampe. Warte mal, ich pack mal hier nochmal ein Schild rein. Hier im Chat. Das sieht eigentlich so nicht schlecht aus. Aber 40 Euro. Ja, ist so. Wird dann aber halt Was geliefert von Amazon, wa? Ja. Aber, oh, ich glaube, musste sogar noch draufpacken. 11,99, oder? Sieht so aus, ja. Ja. Aber der hat zumindest verschiedene Angebote. Also wenn dir das von Twitch-Logo nicht gefallen sollte, dann kannst du immer noch einen anderen Namen machen oder so. Ja, das sind dann halt so Dinge, wo ich dann auch manchmal so denke, das könnte man noch reinbringen oder so. Aber ja, ist immer alles so ein Für und ein Wider. Man weiß nicht genau, ist es dann doch richtig oder weniger. I don't know. Ah, bei eBay gibt es auch so einen Typen, der macht das sogar hier für 8,75 Euro. Und wo versendet er das hin? Wo kommt der her? Gucken wir uns das mal an. Ja, warum nicht, ne? Ja, man möchte ja schon wissen, von welchen Verkäufern bezieht man denn die Ware. Auch wenn da dann der eBay-Käuferschutz greifen würde oder so. Weil hier, der zeige ich auch mal hier kurz im Stream. Der hat nämlich hier wirklich hier für 8 Pfund, was so circa 8,75 € sind, kannst du hier verschiedene Farben auswählen. Ist auch nicht im Grunde genommen so schlecht. Ja. Dann kannst du deinen Namen mit eingeben. Ja, ich natürlich brauche ich auf jeden Fall Doppel. Ich glaube, ich würde sogar Doppel-X, weiß ich nicht, also. Aber auf jeden Fall. Jetzt müsste man halt nur wissen, wer ist der Verkäufer? Ja. Weil ich glaube, der kommt bestimmt aus. Haben die denn eigentlich immer ihre wunderbaren Impressum und so was alles? Hat sich das eBay das auch irgendwie verstecken lassen oder so? Sonst gibt es doch immer da so irgendwie so Versand- und Zahlungsmethoden und so. Genau.
Weil der Artikelstandort, wo ist denn der Artikelstandort? Auch das sieht man irgendwie nicht, ne? Das Ja. ist irgendwie alles sehr kurios. Ja, manche Sachen sind wirklich ganz komisch. Ey. Ich hatte ja letztens auch sowas gehabt, so wegen Flachbildfernseher. Das war auch so eine komische Seite, also ich denke komisch, aber die haben sehr viel Auswahl. Da waren Flachbildfernseher 55 Zoll für Ah, 250 aus Euro. Großbritannien kommt das. Ah, Man cool. muss nur gucken, wo es auch steht. Also Vereinigtes Königreich, der verschickt das dann aus England heraus. Ja. Ich weiß ja auch noch, wo damals die Zeiten war, wo man auf einem gewissen Kanal auch so Seife verkaufen konnte und hast nicht gesehen. Und dann hat es jeder nachgemacht und der eine 10 Cent billiger, der andere 15 Cent billiger, bis irgendwann manche Leute sagen, nee, wir haben keinen Bock mehr drauf. Ja. Ja, das ist dann immer so eine Sache. Ja, eine Runde vielleicht noch gerade so war und dann musste Kevin ins Bett. Klar. Na, im Bett bin ich ja schon, so ist ja nicht halt, ne? Ich sag mal so, mein Gaming Room ist gleichzeitig mein Schlafzimmer halt, sag ich mal, weil es anders dann nicht geht vom Platzgründen her. Ist ja bei mir nicht anders. Jetzt habe ich schon ein Boxspringbett gesehen, da habe ich mir gedacht, oh ja, warum nicht, ne? Aber 399 Euro habe ich jetzt auch nicht so auf der hohen Kante. Aber ich möchte wenigstens mein. Warte mal, achso, nee, Level 38, mein Skin ist auf Level 48, verstehe. Oder? Nee. Ach nee, das ist. Nee, keine Ahnung. Ich bin 48. Ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch gerade. Oh mein Gott, ey. Die Müdigkeit sagt guten Tag. Gehirnzellen sterben, meine Gehirnzellen machen so langsam, ja. Jetzt wird's Feierabend langsam. Das ist so schlimm, ey. Wird auch der sch schnell auch hier einschlafen, der erste, wenn der am Schlafen ist. Kim, wenn ich ehrlich bin, wenn ich zum ersten Mal bei dir bin, könnte ich eine Nacht überhaupt nicht schlafen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich so sehr aufgeregt bin, wenn ich bei jemand Neues bin und auch neue Leute um mich herum sind. Ja, und da bin ich halt sehr, sehr zu, ja, wie soll ich sagen, nicht zurückhaltend, aber eher sehr schüchtern, eher gesagt, ja. Kann man bei mir nicht glauben, aber es ist wirklich so. Ich bin so, ja, okay. Ja, okay. Ja, besser ist es. Sonst stehst du auf dem Fußboden. Nee, ich schluf nicht schon Fußboden, Fußboden tut weh. Ach, das kann ich immer erzählen. Und zwar, das ist ja nichts Schlimmes in meinen Augen jetzt mittlerweile. Ich hatte ja damals eine sehr schwierige Beziehung hinter mir und da diejenige hat mich wirklich in die Küche geschickt, dass ich auf dem Boden schlafen soll, nicht mit dem Bett und so, weil die meinen musste, so Kinderpalaver zu machen. Und ja, du stehst bestimmt nicht mehr heute im Bett mit mir zusammen, kannst in der Küche auf dem Boden pennen. Hast du gesagt, ja, ist klar, komm, ey. Ja, ich habe so komische, kuriose Beziehungen hinter mir, glaub mir, und die sind nicht ganz witzig. Also das Problem, was ich Kann ich habe, auch ist ein im Lied Grunde von genommen, singen? naja, also ich muss mich erstmal mit dem Quatsch nicht auseinandersetzen. Das habe ich da erstmal nicht. Aber das Problem, was ich immer habe, ist irgendwie, wenn ich da tatsächlich jemanden kennenlernen sollte, die sind immer ziemlich überrascht, wenn es heißt, wie? Das würdest du alles erlauben und du hättest damit kein Problem. Sage ich ja, natürlich habe ich damit kein Problem. Also was ist denn da jetzt das Thematik dran, ja? Und was noch ganz schlimm ist, also ich bin so ein Typ, wo ich sage, weil ich ja selber manchmal weiß, wie die Umstände bei einer ein oder anderen Person sind, dann heißt es auch mal, ey, egal, was du heute hier essen und trinken willst oder machen willst, mach es einfach und sag mir Bescheid, du Genau. kriegst die Kohle in die Hand. Ja. Und ja, dann weiß ich nicht, also dann ist immer so die Problematik irgendwie, Frauen können irgendwie Sachen nicht so richtig irgendwie annehmen oder so oder nicht Ja. umsetzen. Ja, das ist wirklich so manchmal, das gebe ich zu. Also, wenn ich sage,
ich bezahle dir das, ist kein Thema. Dann denken die immer, dann denken die sofort, sie sind in irgendeiner Bringschuld. Ja. Habe ich gar nicht gesagt. Verstehst du? Ich will gar keine Bringschuld. Ja? Als wenn ich sage, ey, wir gehen jetzt hier los, wir holen das. als wenn ich dann im Grunde genommen als unbedingt Beschenkung, ich sag mal, ein BG bekommen müsste oder ähnliches, ja? Mhm. Dann denke ich mir, Alter, was ist denn los mit euch? Ja. Ich kann ja nichts dafür, wenn eure Freunde oder Ex-Partner oder wie auch immer einfach nicht mal gegönnt haben und gut ist. Mhm. Ja. Ja, das ist ja bei mir genauso halt. Also wenn ich jemand wirklich von Herzen mag, dann, wenn ich weiß, jemand mag das nicht zum Essen, dann sag ich, komm, da packe ich die Hand, sag so, komm, wir gehen jetzt einkaufen, du suchst aus, worauf du Bock hast, was du essen magst, was du essen kannst, was du zu trinken haben willst, können wir auch gerne gucken, dann machen wir das so, das ist alles bei mir kein Problem, weil ich trage meine Gäste auf Händen halt, und wenn es eine Person, die ich sehr lieb habe und gerne habe, ist, die trage ich auch auf Händen natürlich, so ist natürlich auch nicht. Ich versuche gut wie möglich zu sein halt, aber nur wenn ich so gut bin, weiß ich wieder, da habe ich die Angst, dass ich wieder verletzt werde und ausgenutzt werde, halt hört sich bestimmt vielleicht schlimm an, aber es ist leider so, weil es immer so war, ich war immer nett und lieb und so, und dann im Endeffekt wurde ich so dermaßen verarscht und verletzt und wehgetan, und da habe ich halt wieder die Angst davor, das wieder zuzulassen, so ein bisschen auch. Ja, da bin ich ja leider immer ganz anders gestrickt. Also ich sag ganz ehrlich, wenn jetzt da jemand zu mir käme und sagt und so, und Schatzi, wie sieht's denn das aus? Kriege ich da die Tasche? Kriege ich da im Grunde genommen das? Mhm. Dann sage ich, ey, arbeiten kennst du? Ja. Das Wort sparen kennst du vielleicht auch. Ja, genau. Das sage ich auch immer. Dann dementsprechend hier. Ich werde mich vielleicht dran beteiligen. Aber ja, ich werde nicht da irgendwie eine Tasche für 300 Euro kaufen. Bin ich ja bekloppt oder was? Ist auch so. Das sehe ich aber leider genau. Alter Falter. Irgendwo habe ich auch ein Schild. Also, wenn ich Red Flex habe, und ich rede jetzt leider mal wirklich davon, Muss auf die Pipi-Box oder was? Keine Ahnung. Weil es spiegelt los, wenn er jetzt auf die Pipi-Box geht und wir müssen landen, das wird dann schlecht. Nö, ich bin schon da. Ich habe nur Controller gewechselt, weil der andere ist leer gegangen gerade eben. Ja. Ja. Nee, ja. Also Redflex wären jetzt wirklich zum Beispiel, wenn die Frau jetzt so einen ausgetriebenen Tick hat an Schuhen und an Taschen. Kann ich nicht. Sorry. Nee, ich auch nicht, da bin ich raus komplett. Also, ich mag. Die Frauen dürfen sich ja gerne anziehen und kleiden, da habe ich ja nichts dagegen. Aber wenn ich eine Freundin hätte, die andauernd mir erzählt, ich brauche das neue Paar Schuhe, dann brauche ich die noch für den Winter. Ach, die brauche ich aber noch für draußen, für den Strand. Oh mein Gott. Ach, vor allen Dingen, davon brauche ich eine doppelte Ausführung, weil die andere Farbe so toll ist. Ja. Nee. Also wenn sie die Kohle selbst ranschafft und dann auch da wirklich ihr Hobby mit verbringen will, dann soll sie es bitte machen. Ja. Aber wenn sie eine sagt, du, ich habe jetzt nicht die Kohle, aber ich will dieses Paar haben, dann bin ich da raus. Weil ich sag mir, Alter, du guck dir mal deinen Schrank an, du hast da 60 Paar Schuhe, was willst du jetzt eigentlich? Ja. Na, trag doch mal die 60 Paar Schuhe. Ja. Oh Mann. Genauso auch bei Handtaschen und sowas alles. Da muss es die kleinere sein, für das kleine abendschwarze Ballkleid. Da muss es mal was fürs Außen, fürs Einkaufen sein. Da brauche ich eine riesengroße Baggage-Tasche, weil da müssen ja 5000 Sachen rein. Da bin ich auch raus. Ja. Wie gesagt, ich bin halt so ein Typ Mann, sagt man so, ich lasse meine Frau, also meine Freundin auch gewisse Freiheiten. Aber wenn sie ankommt, ich habe am besten Kumpelfreund, so, da bin ich auch raus, weil ich weiß, wie es ist halt. Ne? Ich habe genug Scheißerfahrung damit. Das ist so eine Sache bei mir leider ein bisschen noch. Daran muss ich halt auch arbeiten. Ich sag mal so, ich wollte es auch hinnehmen erstmal, ne? Aber ich habe halt natürlich die Ängste halt. Das ist das größte Problem, die ganze viele Ängste, und das ist übel. Ja, nee, die habe ich ehrlich gesagt nicht diesbezüglich. Zeige ich euch so, wie es ist. Nö. Ja, also ich habe da nichts im Grunde genommen eine Problematik, wenn mir eine sagt, du, ich habe da einen besten Freund, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich habe eine lesbische Freundin, das ist ja für mich meine richtige Ausdrucksweise, wie ich finde, und dann dementsprechend hier, mit der spreche ich auch mit allen drum und dran, und wenn die dann sagt, hier, mein bester Freund und so, dann denken die anderen auch immer, und ich finde es immer sehr witzig, weil wir wissen ja, in welcher Konstellation wir miteinander stehen. Ja, klar. Und
Vor allen Dingen, wenn sie natürlich verwünscht ist und ich nicht, ne? Also da brauche ich ja gar nicht mit ihr drüber zu reden. Da habe ich gar keine Sorge drüber. Ja. Ne. Ja gut, ja, wie gesagt, ich sag's mal so, ich hatte eine Ex-Freundin gehabt, ne? Also ich hatte dennoch ein bisschen blöd zu sprechen darüber, sag mal so, die hatte. Ich bin morgens wach geworden, hat ein Messer zwischen meiner Brust und mein Dings gehabt, sag ich mal. Also Achsel und Brust, sag ich mal, und sie hat immer gesagt, das hätte sie niemals gemacht, sie hat's gemacht und so, und sonst wäre ja das Bett auch nicht kaputt gewesen zum Beispiel auch und das hat dadurch hab ich den Zwischenschaden bei Thema Frauen halt, ne? Und halt, ich weiß nicht, jede Frau ist so natürlich, ne? Also bei Kim wird sie mit Angst haben, bevor es kommen würde halt, ne? Ganz im Gegenteil. Würdest du was tun? Ja, keine Ahnung. Aber ich hab halt leider Gottes halt immer das im Hinterkopf so ein bisschen halt. Das darf man mir auch dann natürlich auch nicht so verübeln nehmen, natürlich. Weil wie gesagt, ich bin so ein sehr angenehmer Kerl halt, ich versuche immer alles richtig zu machen, aber ich weiß, ich mache Fehler, ich mache auch Blödsinn halt, ne, so ist es auch nicht, aber ein Mensch ist nicht perfekt dafür, ne. Nee, also ich mache auch eine Menge Quatsch mit, ne, also das muss ich schon ganz ehrlich sagen, deswegen, also ich bin da auch zu vielen Dingen ja absolut offen, ob das jetzt zum Beispiel auch, wie gesagt, wenn wir da irgendwelche Spießerei machen, ich meine, ich bin der Einzige, der auf dem See mit einem riesengroßen Einhorn schwimmt. Ja, ist doch geil. Ja, nice. weil ich hab gesagt, Leute, ich brauche mal was richtig Geiles für draußen, für einen See oder Swimmingpool oder wie auch immer. Und dann hatten meine besten Freunde, die mich ja schon seit 20 Jahren kennen, die hatten nichts Besseres Geiles zu tun und haben mir dann zum Geburtstag ein aufblasbares, riesengroßes Einhorn geschenkt mit Pizza. Wie geil. Habe ich also immer noch. Ja, nice. Und dann dementsprechend hier gehen wir dann halt mal auch mal ein bisschen schwimmen miteinander, ne? Ja, ne, warum nicht? Habe ich mal ein Foto von gemacht diesbezüglich, weil ohne Scheiß, als wir dann, also ich bin dann nach Hause gefahren und da musste ich unbedingt mal das Einhorn in Aktion sehen, ne? Nein, egal. Und dann habe ich noch nachts um 3 oder 2 war es gewesen, weil ich gehe immer sehr spät bei meinen Freunden weg, wenn wir irgendwie Partys haben, wollte ich wissen, wie das Einhorn aussieht. Ja, dann habe ich mich da hingesetzt und habe das Ding noch aufgeblasen, ne? Nice, ey. Ja, dann habe ich da mit im Grunde ein paar Shootings gemacht und sowas alles. Das Ding hat bei mir im Bett geschlafen und so. Du wirst mir immer sympathischer, ohne Scheiße. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war dann halt ganz witzig. Also so eine Sache mache ich auch. Ja, ja, natürlich. Also wenn ich auch mit... oder halt auch bei Madame Tussaud oder so, wenn man da ja diese geilen Fotos machen kann mit den Dings und so, dann machen wir auch Spieße natürlich mit den Statuen oder auch alleine. Ist doch ganz klar. Sonst gehe ich ja nicht zu Madame Tussaud. Na? Was ist denn da schon wieder los? Wer kickt hier wieder rum hier? Alter, bist du doof oder was? So. Gott. So, erledigt. Ja. Nee, und dann ist es so, dass die Leute dann, die bei mir über WhatsApp sind, die kriegen manchmal ja extra Content. Und dementsprechend ja, die haben sich dann echt totgelacht. Also da habe ich dann sehr witzige Nachrichten bekommen. Geil. Geil. Achtung, da kommen sie wieder. Ja, ich bin mir ja für keine Witze auf meine eigene Person zu schade. Also da habe ich gar kein Problem mit. Ja. Ja, klar. Ja, deswegen einsetze und sage hier, ich gehe jetzt hier raus am Strandbad Wannsee oder ähnliches, ja, und ich gehe schwimmen, dann hole ich mir immer so ein GIF, wo so ein Wal aus dem Meer springt. Geil. Und dann so ins Wasser wieder reingeht. Ja? So, naja, und dann schreibe ich darunter, so Leute, heute werde ich einen schönen Tag am See machen und so weiter. Der Wal muss heute ausgeführt werden. Ja? Geil. Mit dem GIF. Ja, ist in Ordnung. Ja, ne? Meine Freunde, die haben da richtig Spaß dran. Die wissen ganz genau, wo Stefan lebt. Ach du Scheiße. Ich find's so nice, ey. Ohne Witz, ey. Ja, manchmal ist es halt auch so, dass die Damen und Herren sich da wirklich auch freuen drüber, weil sie ja wissen, in ihrer eigenen Bubble. Hier ist ein Auto bei mir. Von Freunden, Bekannten oder so. Oder wenn die ihre eigenen Kinder hier haben. Ja, ich meine, da kann man nie sowas nicht mehr, ne? Oh mein Gott, ihr seid schon in der Stadt. Ich bin noch hier irgendwie beim China-Haus, ey. Ich hab hier erstmal Kalle hier.
Hey. Wo bist du denn drin? Ich hab sie beide. Ja. Mein Gott, nee, ey. Das ist schon so, dass also wirklich da schon jeder Spaß hat oder so auf mich. Also das ist ja, ganz schön in Ordnung. Ja, vor allem, es kommt auch immer drauf an, wer es ist, natürlich halt auch, ne, weil ich habe auch so spezielle Freunde, so ist nicht, ne. Die haben halt nun mal nicht die Hobbys, die ich habe, das Zocken oder das mit Pokémon Go. Den könnte ich das alles nicht machen halt und da kann ich auch nichts damit anfangen halt, ne. Ja, also ich sag euch ganz ehrlich, also selbst hier dieses Streamen und Zocken würde mich jetzt nicht in einer Beziehung, ehrlich gesagt, einschränken oder nicht. Ja. Weil ich sag euch ganz ehrlich, das Wochenende ist heilig. Ja, also da mache ich sowieso alles so. Also deswegen bin ich sehr froh, dass diesem Juli so viel passiert, dass ich unterwegs und draußen bin. Und ja. Da weine ich auch nicht dem Stream hinterher, wenn es heißt, ich bin heute jetzt nicht online. Um Gottes Willen. Ja. Ich muss mir ja nichts vormachen. Nö, ich weiß, dass ich 44 Follower habe. Ja. Mal kommen welche hinzu, mal gehen wieder welche. Ja, und Zuschauer habe ich sowieso nur ein oder null. Und dementsprechend ja, muss ich mir da nichts vormachen und kann dann mein Realleben immer noch weiterhin genießen. Ja, genau. Ja. Aber selbst wenn ich eine hätte, dann ist es ja trotzdem so, jeder hat trotzdem seine eigene Bude. So, das heißt in der Woche, wenn du dich dann treffen willst, dann kannst du das zwar machen, aber ansonsten hast du jeder seine eigene Bude und dann sieht man sich am Wochenende. Genau, da genau. Da kann ich doch in der Woche im Grunde genommen streamen, ist doch vollkommen okay. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich bin in einer Beziehung, bin ich halt auch so einfach, sich sehr pflegeleicht. Also das Einzige, was ich wirklich von da, wie ich schon immer sage, ich verlange nur wirklich Ehrlichkeit, Respekt und Vertrauen. Mehr verlange ich halt wirklich nicht halt, ne? Ja, also, also gegenseitigen Respekt, das ist wirklich A und O, egal was kommt. Und wie gesagt, wenn mal Streitigkeiten kommen sollten, mein Gott, wir sind alle Menschen, jeder Mensch macht Fehler, da kann man vernünftig miteinander reden. Kevin, du bist da in der Stadt ganz alleine. Du solltest ja, nicht. Wir kommen gerade jetzt erst hinter dir, weil. Okay. Ja, ich weiß. Du bist irgendwie 200-300 Meter auf jeden Fall weg. Wir kommen jetzt hinter dir. Wir kommen zu dir. Okay. Haben wir nicht gerade noch zu viert? Nee, waren wir nicht. Und da kommen die anderen schon. Und jetzt haben wir verkackt. Echt? Naja, klar, weil hier ist ein Auto und da kommen sie zu viert. Da können wir nichts machen. Wir sind ja nur zu zweit. Und du bist auf jeden Fall erstmal safe. Hm. Ach ja, und was noch ein Red Flag ist, ist tatsächlich übertriebene Schminke. Ja. Es tut mir leid, liebe Mädels. Ihr kriegt mich nicht, wenn ihr euch da einen Tuschkasten ins Gesicht setzt. Ja. Und wenn ich dann ein Fahndungsbild mache, weil ihr seid verschollen und dann seht ihr nicht so aus wie auf dem Foto, das funktioniert so nicht. Ja, das ist bei mir genauso. Ich stehe total auf natürliche Frauen halt, ne? Weil, wie gesagt, wenn man so eine Freundin hat, die sich schminkt und passt nicht gesehen, habe ich keinen Bock drauf, weil kostet alles Geld. Vorsichtig, hinter dir. Von mir ist auch. Ja. Der hat eine goldene oder eine Dings. So, Drecksackel. Ja, tut mir leid, mein Fehler, auch bin ich mit gewesen. Weil ich war noch auf dem Chinesenturm halt, na, da machst du eine Runde mit, das geht bei mir noch locker. Ja, machen wir noch eine Runde. Ja, wie soll ich sagen halt, und ich hatte, wie gesagt, schon ein bisschen hinter mir, da hatte ich eine Freundin, die war so, die andere Freundin war das, die andere war mittelmäßig. Die hätte ich mal hübsch gemacht, mal nicht, die andere wird das so übertrieben, das sah so aus wie ein Zirkuszelt. Was mit der passiert, sagst du, was denn? Sagst du, sieht aus, als ob sie ein Zirkuszelt reingefallen ist, sagst du, ja moin, ey. Und was ich aber wirklich ganz krass finde, und das habe ich noch nie von meiner Mutter so mitbekommen, ich habe mal von Kim ein Foto gezeigt, ne, und habe gesagt, wer ist denn das? Sagt sie, das ist die Kim, die ich jetzt am Kennenlernen bin. Das ist eine ganz, ganz nette Mädchen. Hat sie auch gesagt, Kevin, sie sieht sehr vernünftig aus. Und das hat meine Mutter noch nicht so ein Mädchen gesagt, ne? Ohne Scheiß jetzt, das ist ja das Lustige von. Das kam immer, wie sieht denn die aus? Zirkuszelt oder, ach, hör mal auf, geh mal weg mit.
Fokus halten. Da bin ich sehr, sehr erstaunt über mein. Ja. Na gut, ich hab bisschen Bauch. Mein Gott, er ist halt so. Dafür ja, ich hab auch. Aber dafür hab ich einen Charakter aus Gold und ein Herz aus Gold vor allem auch. Sagt jeder zu mir. Ja. Ja. So, da ist wieder hier irgendwie das OBS wieder am Stracken oder was? Schon wieder hier Verbindung. Jetzt muss ich nachher mal gucken, ob er alles zusammengezogen hat im Stream oder ob er wieder so kleine scheiß Einzelteile gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ja, also jetzt, wo wir hier 3 Stunden und 14 streamen, habe ich 3 Verbindungsabbrüche, die er mit 5 oder 6 Versuchen wieder hergeholt hat. Ach du Jesus Maria. Oder geh mal da, wo der verstehe. Oder? Ja, nee, also ansonsten ist das eigentlich so ganz gechillt und so, weil ansonsten finde ich das ganz cool, weil ich konnte mit sehr vielen Leuten einfach so weggehen, machen und tun und so, passt dann einfach, ja. Ja, das ist ja auch das zum Beispiel. Ich mache ja samstags immer diese Spieleabend mit den Leuten aus der Tagesklinik, so wie ich kennengelernt habe. Die freuen sich halt mich auch so sehen, halt, weil die eine, die sieht mich so als wie ihr Sohn, sag ich jetzt mal so, ne? Ja. Und das ist halt schon auch was Schönes halt, ne? Dass jemand auch mal sagt, Mensch, warum nicht, ist halt so. Und die anderen sind so wirklich nur so, ja, Leute, die ich halt sehr gut leiden kann, weil die halt auch die Probleme haben, was ich habe mit dieser Platzängsten, und alles. Und da kann man sich mal ein paar Informationen holen oder auch mal fragen, was kannst du austauschen, genau. Ja, ist doch richtig. Gut. Und das ist das Einzigste, was ich mache halt. Und sonst, sag ich mal, bin ich halt entweder hier am Zocken oder bin mal Pokémon Go spielen, das war's. Ja. Ich bin Optimus Prime. Hier eine Nachricht. Da waren schon Steps. Da waren Steps. Ja, tatsächlich. Jetzt ist er natürlich ein bisschen sauer, weil ich hab ihn natürlich. Tschüss. Ja, tut mir ja leid. Kann ich jetzt aber keine Verluste drauf nehmen. Hm. So. Ja, aber ansonsten, ich habe also nie auf irgendwelche anderen Äußerlichkeiten geachtet. Also mir ist das total egal, ob jetzt groß, ob klein, ob im Grunde genommen die Haarfarbe, ob die Augenfarbe, ob vielleicht wirklich so eine Krankheit wie Asthma vorliegt oder sonstiges. Das, ne? Das ist doch alles. Das sind alles so Dinge, die sind erstmal so total unscheißegal. Also ja, da geht's mir viel mehr um die Situation. Okay, siehst du nicht aus wie ein Tuschkasten und muss ich nicht irgendwelche anderen Bilder vorzeigen? Hast du nicht irgendwelche Ticks oder so, die im Grunde genommen schon vorschreiben könnten, das wird jetzt zum Ruin werden? Ja. Und dementsprechend ja, oder bist du nur der Sugar Daddy oder was weiß ich oder so? Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Auf 225 wird geballert und ja, auf mich, die haben mich schon gesehen. Ja, ich weiß. Ich sehe die auch. Der läuft nämlich ja dann in den Berg hoch und so. Und da hast du ein Haus reingegangen, einer und passend von hinten. Ja, ja. Nee, einfach auch, wie gesagt, bodenständig, entspannt. Ja. Ja. Auf 250 wird aufgebaut. Und da ist einer auf der Seilrutsche. Ja, ich bin jetzt hier gerade bei dir. Ich unterstütze dich mal mit der Flagge. Nicht, dass da einer kommt, weil ich habe nämlich schon wieder einen Schuss in meinem Rücken gehört. Ich auch gerade, aber ich weiß nicht von wem. Ja, hier. Der liegt da auch. Sackgesicht. Das scheint mir aber ein Bot gewesen zu sein, weil das ist hier so ein Name zu sein, den ich so nicht kenne. Ist auch Bot. Du hast dir den großen Bot geholt, kann das sein? Ich weiß. Die mit der Karte. Jetzt wird's überall geschossen. Ach du Scheiße, Maria. Ich muss nachladen bei der Trommelpump. Sonst komme ich hier nicht hinterher. Okay, der ist weg. Ach so, ihr habt. Ja, du hast den Dings jetzt hier geholt. Ach du Jesus, warum denn das denn? Ich hab den. Das wollte ich doch gar nicht. Ja, hast du aber gemacht.
Was du eigentlich jetzt von ihm wolltest, weiß ich nicht. Eigentlich gar nichts. Da hat gesagt, warum immer dann hat auf mich geschossen. Immer. So, jetzt ist er tot. So, was gibt's jetzt dafür? Ja, Matchspray. Ja, das nehme ich mit. Matchspray ist okay. So, oh, toll. Mann. So. Ja. Oh, guck mal, da oben. Da oben ist einer markiert. Oben auf dem Bach. Okay. Tot. Perfekt. Ja, der. Ich hab mir gesehen, wie er da Holz gehackt hat. Das kann man mal entspannt gucken, was waren hier noch? Hier war nichts mehr, ne? Doch, da ist noch. Ach nee, brauch ich nicht stecken. Okay, eine goldene, eine lilane und das andere. Gut, perfekt. Ja, wie gesagt, mal sehen, was die Zeit so bringt. Hoffentlich nur viel Positives auf jeden Fall. Weil ich freue mich schon echt mega. Ja. Und das ist selten, dass ich mich so freue. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in einem Monat und drei Tagen Geburtstag habe. Da freue ich mich auch auf jeden Fall. Okay, hier hat irgendwo ein Feinde irgendwo auf. 9. 10, 12. Das Problem ist nur, ich werde mich nicht freuen über die Zahl, weil ich kann die Zahlen nicht austauschen von der Kerze, um mich jünger zu machen. Ja, weil es ergibt dieselbe Zahl. Ja, also. Ja, 77. Scheiße. Echt? Ui, so. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja auf 50 so geschätzt irgendwie. Ja, dachte ich mir. Ist doch schön, so jung zu schätzen zu lassen. Gleich gibt's das auf die Kelle, Mann, ich bin 44. Ach so, 44. Ich hab 77 verstanden. Ups, sorry. Ja, die 77 war ja auch von mir als Scherz gemeint, Mensch. Ich hatte mich einfach mal so locker 77. Ja, moin. Ich hätte auch 88 sagen können, also. Aber wenn ich das hätte ich auch nicht noch... Das hätte ich abgenommen. Ja, siehst du. 88 und macht hier 9 Kills bei Fortnite in einer Runde. Ja, ne? So, hier Leute, da ist noch ein Biggie hier. Mhm. So, was haben wir sonst noch? Ja, 210 wieder mal, da wird auch wieder geschossen. Hier draußen sind und welche. Ja. Da kommt irgendwie Bewegung. Ja, irgendwie so bei 15, ne? 330. Bei euch da? Bei mir. Kim geht wieder voll rund. Hat wieder keine Zeit zum Warten. Nee. Mein Kill. Naja. Achtung, was mit dem Typen hinter dir? Ist das deiner? Dein Bot oder wem gehört der Bot? Na, mir. Oh, Baby. Und das war. Achtung! Ich hab irgendwie. Warum mach ich denn das Tipps? Bei mir sind Wespen, Alter. Ja, die musst du wegschießen. Die musst du doch schießen.
Wir gehen hier eigentlich schon weg. Ja. Ich hätte da drauf geschaut, aber ging irgendwie nicht, keine Ahnung. Achtung, da ist noch einer. Oh. Da drüben war ein roter Ping. Irgendwo da drüben oder so. Weiter. Das ist da drinnen irgendwo. Ich muss jetzt hier erstmal raus. Shit. Jetzt komme ich hier nicht raus. Das war ein falscher Weg. Kevin, hier, ganz schnell hier aus dem links hier weg. Okay, gut. Hier die Ach, sehe ich jetzt. So eine Tatsache. Ups. Ja, so eine. Ich lasse uns was passiert, muss nicht sein. Ah, da drüben, sieht er? Da läuft er. Hm. 20er. Wie, keine Muni mehr? Ach, da ist keine Muni mehr. Nochmal nachladen, dass er gerüstet ist. Da 7, keine Muni. Alter, hier geht doch die Zäpfchen, Alter. Ich will ja sowas von Muni haben. Ja. Alter. I love to love, ich hab ihn. Nice. Und du leider nicht. Mir tut das nicht leid. Außerdem brauche ich Munition. Ich hab bald auch keine Munition mehr. Ich hab noch 90 Schuss auf der MK7, 13 in der Feuertrommel und 202 in der Schnellpistole. Ups, was machst du für Scheiße? Ich habe eine alte, kaputte Maschine gefunden. Und weiter geht's. Wir müssen unbedingt in die Zone. Ja. Achtung, Baum, gehen wir gleich hier hoch. Hier an dieser Stelle hier hoch. Ja. So, und dann haben wir hier zwei nette Seilrutschen. Ich nehme die hier. Okay. Ach, packe. Auf jeden Fall sind wir dann hier safe. Was passiert? Iceman, was hat er gemacht? Ich nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht down. Warum wird hier geschossen? Weil hier Kevin, zwei Stück los? Sind. Bei mir sind drei Stück. Ich bin leider auf die falsche Rutsche gegangen und da waren drei Stück unten. So, der ist schon mal weg. Super. So, wir sind gepinkt. Und schon wieder ist die Internetverbindung am Neuverbinden. Hm. Oh, ist das super. Ja, das war's. Noch zwei. Das war's. Hm. Aus die Maus. Ja. Ja, was soll ich sagen? 3,5 Stunden reichen, oder? Oder wollt ihr noch eine Runde jetzt hier was? Mich sollte es nicht stören, um ehrlich zu sein. Hm, ich auch nicht. Ich will nicht müde. Eine machen wir noch. Eine machen wir noch und dann. Ja, für mich geht es ja morgen im Grunde genommen schon um mindestens um 10 Uhr. Auf jeden Fall muss ich wach sein. Dann muss ich schön lecker Ei essen. Weil ich brauche im Grunde genommen viel Eiweiß dafür morgen. Uiuiui, let's go. Weil 14 bis 22 Uhr geht der ganze Spaß. Ja. Und wir werden in Berlin Hochtemperaturen von 30 oder sogar 31 Grad haben. Und dazu Raven. Oha. Das geht in der Perception. Ja, ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen natürlich Schatten suchen und so was alles. Sonnencreme werde ich vor allen Dingen mitnehmen. Und von DM die wunderbare Eissprühdose. Ah, die nice. die haben doch bei DM. Da gibt's doch hier diese Wassersprühdose mit Kokos Geschmack oder Geruch. Ja, wenn du dir dann so es kommt super kühl rüber. Super Wunder. Gut. Kannst dich immer schön ein basieren mit Wasser und so. Geil. Ah, schon nie gehört davon, siehst du mal. Ja, ist einfach nur zum Abkühlen, Wasser in so einer Sprühdose
Und dann dementsprechend hier gibt es halt mit verschiedenen Geschmäckern. Ich nehme natürlich Kokos. Hm? Weil wann riecht man schon mal Kokos? Und dann dementsprechend hier geht das ab, ne? Ja, klar. Das ist. Wie bedankt man sich noch beim Busfahrer? Wie war das? Pfeiltasten nach unten. Also bei mir ist es ein B. Ja, bei mir ist halt immer so die Sache, wenn es dann gespielt wird bei mir, ne, da scheint ich leider manchmal eine Gönnung, sein Suchtbild ab, da sag ich irgendwelche schwöres Zeug manchmal auch. Aber manchmal ist es ab einmal ja so lustige Sachen halt, ne, also nichts Schlimmes. Ich bin auch so, was laberst du für eine Scheiße gerade im Moment. Aber dennoch halt hat man draußen sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß mit, ne? Hier, komm mit runter. Ja. Mhm. Ich nehme den Pier, weil auf dem Pier sehe ich gerade schon eine Waffen und eine und auch im Grunde genommen ja, gegen zwei kann ich mich werfen. Oh, den habe ich denn da geholt? Alter, willst mich jetzt verkehrt? Oh. Ja, also ich habe zwei eingeholt hier. Und beide haben eine Krone besessen. Yeah. Ja, klar. Ich bin down, Arschloch. Na. Was ist das? Wo ist denn wieder BDMS-Slayer? Der ist bei Dienstwerk. Ja. Der hat sich bei der Zitadelle eingeschlichen. Okay. Wie weit ist er denn weg? Ja, der muss sich erstmal hier versorgen, der Typ. So. Dann kann ich ja mal in der Zwischenzeit gucken, ob wieder mehrere Videos produziert worden sind. Nee. Nee, tatsächlich. Bisher 3 Stunden 31, sagt er. Okay. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ah, das war's. Tut mir leid, Freunde. Ach, nö. Ach, Mann. Ach, ich hatte doch kaum richtige Waffen, ey. Oh, Mann. Der gibt doch auch was. Oh. Der eine hat das mal. Crazy, hätte aber kaum Schaden bekommen. Ich glaube, der hat schon viel Erfahrung mit diesem Spiel. Was? Auch dein Schwert finde ich auch als deine Axt. Du versuchst uns, glaube ich, wieder zu holen. Ah! Ja. Sehr nice. Ja, auf jeden Fall. Das ist GG wert, ja. Ach, da musst du nur aufpassen. Ich weiß nicht, ob da noch welche sind halt, ne? Ach, guckst du dir an.
Und jetzt die Handschuhe, dass er sich unsichtbar machen kann und let's go, ey. Nice. Gut, das ist so klar, dass man das machen muss. Ah, Zone. Oh, da muss er vorsichtig sein. Da muss er aufpassen. Hat er überhaupt irgendwas dabei? Nee, ne? Nee. Was macht denn der? Der hat sich anscheinend verbuggt gerade ein bisschen. Ah ja. Ah, der ist clever, guck's ihn an. Der hat endlich mal gemacht. Ah, shit. Aber Heo, er hat's versucht, ne? Das ist schon mal probiert, ja. Auf jeden Fall. Das ist echt, das ist nett, das ist sehr nett, Herr Unwitz. So, war nicht das drauf. Mein Kopf sagt auf Wiedersehen. Aber man. So, morgen das. Ach Gott, ey. Oha. Alter Falter. Nee. Mhm. Zurück zur Lobby. So. Ja. Komm, das hat ja keinen Sinn mehr. Dann werden wir mal hier rausgehen, weil ich sehe schon wieder, er muss sich ja neu verbinden. Ach, Mist, ey. Ich werde das jetzt mal hier beenden. Ja, so, raus jetzt hier. Fertig. So. So, dann gehen wir nochmal in den Spind, damit wir uns mal richtig entziehen. Was ist das hier? Ja. So, was haben wir hier? Neues Pokémon kommt. Alles. Achso, für den Shigi Community Day. Ja, gut. Wie? Relaxo? Mit Dings oder was? Mit Mütze? Ach komm. Warte mal. Ich gehe mal rein in den Schilling. Okay. Das Schlaf-Event. Ach komm. Eine Mütze voll Schlaf. Okay. Tatsächlich. Okay. Relaxo mit Schlafmütze, oder? Hm. Habe ich schon gesehen. Krass. Ja. Na, ich habe ja auch so viele mit Hut und so durch den Community Day damals hier GoFest. Pokémon Go könnte ich höchstens streamen oder so, wenn ich hier mal mein Level 44 erreichen will. Weil ich nämlich gerade aktuell bei Level 43 bin und da ist die hässliche Aufgabe, im Grunde genommen 20 Kämpfe in den 20 in den drei Ligen durchzuführen und zu gewinnen. Und erst wenn ich diese Aufgabe erfüllt habe, dann bekomme ich das Level 44. Ach du Jesus. Ja. Und da ich ja überhaupt mit PvP und Pokémon Go überhaupt nichts zu tun habe, ist das natürlich dann eine tolle Ausgabe. Aber man könnte halt mal dann halt so Handy verbinden, weil das ist dann auf dem PC nur eine Software, die das Bild überträgt.
Und dann könnte man natürlich auch mal Pokémon Go als PvP streamen. Oh, habe ich auch schon hier den einen oder anderen mal gesehen. Bei Twitch zum Beispiel, der das macht. Nee, aber tatsächlich. Gewinne 30 Trainerkämpfe in der Superliga, gewinne 30 Kämpfe in der Hyperliga und gewinne 30 Trainerkämpfe in der Meisterliga. Und in der Superliga beim ersten brauche ich noch 29 Kämpfe, in den anderen noch 23 Kämpfe und in dem anderen, ausgerechnet in der Meisterliga, sind es noch 11 Kämpfe. Ja. Also Handy hier ranstöpseln mit Stromversorgung und dann ist das auch ganz fein. Dann könnte man sowas auch mal streamen. Man müsste halt nur wissen, welche Cup oder so ist denn jetzt gerade frei, wo man damit machen kann. Weil das wüsste ich jetzt gar nicht, welche jetzt dran ist, welche Liga. Retro Cup, meine ich. Meisterliga kann man machen. Meisterliga kann man machen, da ist die maximale das sind dann das, wo ich gesagt habe, da sind noch 11 Kämpfe. Und ansonsten ist der Retro Cup ja der eigentlich, der auch da mit 1500 begrenzt ist. Den kennt man ja aus der Superliga. Okay. Ja. Nicht schlecht. Oh Mann. Aber nee, nicht heute. Hi. So Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall eine angenehme Nacht. Lasst euch nicht ärgern. Habt ein angenehmes Wochenende, weil ehrlich gesagt, Stream wird am Wochenende nicht sein. Ja, dann wissen wir Bescheid. Ja, wenn ich spielen würde, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich muss auch weitermachen bei Diablo. Und dementsprechend, ja, ich glaube dann auch, wenn ich wirklich streamen würde oder online kommen würde, wäre es erstmal Diablo. Da muss ich noch ran. Also, ich verabscheue mich. Ich danke euch wieder für die netten Runden und Stunden. Und wir sehen uns später dann wieder. Ja, bis später dann. Jo, schlaf dann nachher. Später, tschö. Ciao. Jo. Ciao. Tschö. Willst du noch spielen oder aufhören? Ich weiß es nicht. Auf einen Seite sag ich ja, auf der anderen Seite sag ich, mein Kopf sagt aua. Ich muss Eistee wechseln, weil der Eistee ist zwar lecker, aber. Ja. Wenn hat jemand gefragt, noch ob ein Platz frei ist. So, okay. Bei mir im Chat. Gerade um die Uhrzeit, Leute. Ihr macht mich fertig. Also wenn du willst, kannst du mit denen auf jeden Fall spielen, so ist es nicht, aber ich wollte dann höchstens hier bei dir dabei sein, noch beim Strafverkehr. Nee, wir haben ja schon gleich eins, ey. Ja gut, musst du wissen, was du willst halt, ne? Ich kann ja nicht sagen, du hast das zu machen, was ich will, ne? Musst du wissen, was für dich richtig ist, ne? Wir haben den Thema erst gehabt. Gerne kann man sonst immer mitspielen, sage ich ja nichts, aber. Und nicht, das heißt, dass ich dich für irgendwas überrede, das will ich nicht. Nee. Ich habe auch irgendwie keine Lust mehr mit kaputten Mühle, keine Ahnung. Ja. Wenn's okay ist. Ja, sonst kannst du gerne mitspielen, aber wir wollen. Jetzt Schluss machen. Ich spiele vielleicht noch ein bisschen privat Fallout 76 oder so. Mal gucken. Oder auch gar nichts. Ach ja. Ach Mensch, ey. Ich sag's dir. Hier stehen unten irgendwelche Idioten aus meinen Waffen aus 600 ein. Wir haben echt keine andere Hobbys da unten, ey. Und wir können vielleicht, wenn wir das Spiel morgen dann mitspielen, oder eher gesagt später, wir haben ja schon morgen. Wir haben ja schon nach null. Alter, da unten geht's ab, ey. Na, mein Stream hab ich ja schon guten Nacht gesagt vorhin, ey. Mein Stream hab ich ja schon guten Nacht gesagt, ey. Ja, wie gesagt, mach was du magst halt, weil deswegen tue ich dich zu nichts, mag ich nicht.
Oh Mann. Uff. Ah ja, ich hab noch 100 V-Bucks-Münzen bekommen, ne? Ich hab das nämlich jetzt nicht bekommen, wo es zu spät war. Ja, da können wir es, machen wir das nachher dann auf jeden Fall. Wenn wir nachher wieder online kommen und so, da können wir dann auf jeden Fall Leute dazu nehmen. Ja, ich kann gerne mehr aus der Community mitspielen. Ich weiß, ja, kann ja zu viel. Ja, ja, man könnte man auch, man könnte auch irgendwie so gegen Community irgendwie so mehr mitspielen können irgendwie. Kann man auch, glaube ich, eine Lobby machen oder so. Na klar, warum nicht? Wäre doch mal eine gute Maßnahme. Ja. Bei mir ist halt leider noch nicht so viel Action wie bei dir halt, aber können wir ja mal machen, sowas wäre dann nicht schlecht. Dass die Leute, die in einem Kanal sind, auch mal halt auch was bekommen davon, wenn wir dir folgen und so. Dass ich spiele gerne mit der Community. Ja. Sehr vernünftig. Ja. Morgen kannst du aber auf jeden Fall gerne mitspielen. Ja. Also heute, wenn du wieder dabei bist, dann bist du mein Schätzer. Na, bei mir wird es halt erst gegen Nachmittag werden. Also sag mal erst so gegen 16 Uhr, weil ich feiere morgens so Mutter hoch zum Mittagessen und so. Alles gut. Und dann, ja, mal gucken halt. Irgendwie kriegt man es hin, weil ich bin ja eigentlich von morgen Nachmittag auch verabredet eigentlich auch. Ne? Das kann ich uns so sausen lassen, ist auch keine gute Idee, weil ich bin froh, dass ich mit den Leuten so gut bin. Aber nur halt, ich muss gucken halt, wie es mir morgen auch geht. Wenn es mir morgen nicht so gut geht, dann kann ich das absagen erstmal. So soll es auch nicht sein halt. Ne? Und, also, es kommt immer drauf an, wie es mir am Tag geht halt. Ne? No. Ja, wir werden schon einen Weg finden zusammen, alle Mann. No. No. Dann werde ich schon mal jetzt im Stream euch eine wunderbare gute Nacht. Schlaf schön. Habt noch einen angenehmen Abend oder so, falls ihr noch nicht schlafen geht. Keine Ahnung. No. Ja, das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen. Euch einen guten Nacht bei Luzis Chat und träumt was Gutes. Schlaf gut. Ja, träumt was Schönes. Dann sehen wir uns später wieder. Ein alter Frieche. Lass es schön nicht ärgern und so. Genau. Ja, später machen wir vielleicht mal dann mit der Community, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr gerne mitspielen immer. Könnt gerne immer mitspielen, wenn das geht, halt bei den Spielen so. Da habe ich kein Problem mehr mit. Ja. Ja, dann sage ich mal bis später euch. Danke fürs Zusehen und ciao, ciao.